Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, es ist Donnerstag und das bedeutet, sofern es die Zeit zulässt, sofort wieder rein in PES 2019 in MyClub, denn die Woche ist frisch und neu eröffnet und ich kann euch in diesem Moment sehr schön diesen Bildschirm zeigen. Ne? Das Wochenupdate ist raus, ich habe meine Division 4 gewonnen, bin Erster geworden in Gruppe 63, also einige Leute spielen PES ja scheinbar doch noch. Und habe die vollen 27.000 GP abgesahnt. Ja, das ist schon mal ein schöner Start in die Woche. Zudem, das werdet ihr gleich sehen, gibt es die positive Nachricht. Oh, aufgestiegen ist der feine Herr auch noch. Division 3 ab sofort wieder. Nach langer Zeit mal wieder ganz weit weg von Division 1 gewesen, mit den letzten Wochen, die nicht so gut liefen. Aber viel wichtiger, und deswegen bin ich umso gieriger heute nach der Arbeit nach Hause geflitzt, um live gehen zu können. Es gibt Legenden, Freunde. Es gibt wieder Legenden und dementsprechend werde ich auch gleich abgehen ohne Ende. So, hier gibt es irgendwas mit Special Agents, die interessieren gerade nicht. Ich habe einen MyClub-Rekord gebrochen für 100 mal verlängerte Verträge. Super geil. Dann gibt es wahrscheinlich in der Inbox noch Sachen für mich zu öffnen. Legendenagenten wie immer, genau. Also Legend Edition. Nicht verwechseln mit Agenten, die Legenden bringen können. Und bevor ich die schönen Agenten öffne, möchte ich euren Blick auch auf diese Kachel hier legen. Es ist vollbracht. Nach langen, langen Monaten mit Leonardo Simplici als Trainer war diese Strauchelei jetzt von 900 Ratingpunkten runter auf 800 und ein paar gequetschte immer wieder hin und her geflippert. Dann in mir gereift, mal einen neuen Trainer zu versuchen. Und ich hatte es im letzten Stream schon mal erwähnt, ich habe mich so ein bisschen informiert. Drei Verteidiger waren mir irgendwie so als Basis schon mal nicht unwichtig. Wen gibt es denn da sonst noch? Und dann hat der geschätzte Indominator, ich glaube mehrfacher Deutscher, Europa- und Weltmeister in PES, ja, hat vor Monaten mal ein YouTube-Video rausgebracht, welchen Trainer er denn verwendet. Und der verwendete zu dem Zeitpunkt Roberto Martinez. Ja, der Mann, der vorher Everton trainiert hat und jetzt die belgische Nationalmannschaft, wurde von ihm empfohlen und habe ich dann einfach mal gekauft. Ja, also 17.000 GP kostete der Kollege. Jetzt habe ich natürlich, das seht ihr sofort hier, Team Spirit 72, natürlich wieder die Pest am Hals, das alles wieder aufzubauen. Ja, mit der Affinity with Present Tactics unten rechts steht's. Also das ganze Team wieder auf 99 zu bringen. Ich simuliere schon fleißig und spiele natürlich auch fleißig, aber für meinen 300 Spieler starken Kader, ja, wird das eine Mammutaufgabe, die nächsten Tage und Wochen da zu simulieren, zu spielen, um dann halt auch wieder mit fast jeder Aufstellung, die ich wähle, auf Team Spirit 99 zu kommen. Also von daher, das wird sich, das wird seine Zeit nehmen und das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Streams so schnell nicht sehen, dass ich Team Spirit 99 bekomme. Schönen guten Abend, Sonic, schön, dass du da bist. Als erster Stammzuschauer den Weg in den Stream geschafft. Wer das hier auf YouTube sieht, hat natürlich den Vorteil, vorspulen zu können oder auch eben nicht und abzubrechen, aber das wollen wir ja nicht hoffen. Aber die Bock haben, auch mal live dabei zu sein, schön mitzuchatten, Fragen zu stellen, vielleicht aber auch Spieler zu empfehlen, ne, kann ich immer nur wieder ermutigen. Ich habe ja hier meine kleine Excel-Datei, wo ich immer auch gerne Spielerempfehlungen annehme. So, hier können wir es gerade sehen, wo ich gerade gesagt habe, über 300. Ja, ich habe 340 Spieler in meinem Kader. Davon sind, ich glaube, 320 ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen, sind ernst gemeint, also bewusst verpflichtet und haben auch irgendwo die Chance, je nach Konstellation mal eingesetzt zu werden. Die anderen 20 werden wegsimuliert in den nächsten Tagen und werden dann als Experience Points Trainer, hier rechts 14 liegen schon auf Lager, um dann mal wieder angewendet zu werden, werden also dann als Experience Points Trainer verballert. Ah, so. Und jetzt, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich spiele so ein bisschen auf Zeit. Ich habe keine Scout-Kombo parat. Aber ich habe eben die Legenden angekündigt. Und hier seht ihr sie. Schon im Vorschaubild. Es ist eine Collectors-Box. Mit nicht so geilen Chancen. Kann ich schon mal vorweg sagen. Das war so der erste Dämpfer heute. Im Laufe des Tages, nachdem ich gesehen hatte, oh Gott, es gibt Legenden, mega geil, hat man dann natürlich schon wieder diese üblichen Pestprozente gesehen hier oben. Das dürften dann wahrscheinlich wieder 2,9% sein, mit einer Chance auf einen schwarzen Ball. Und dann gibt es die Legenden, die natürlich fast
Ich nehme mal an. Na, ne, guck mal hier. Patrick Kluivert nur eine 84. Okay, ein bisschen niedrig. Für den Champions League Finaltorschützen von Ajax Amsterdam seiner Zeit. Ich glaube, mit einer der jüngsten Champions League-Sieger aller Zeit. Ich glaube, mit 19 hat der Kollege seinerzeit das Siegtor gemacht im Finale. Könnt mich auch gerne korrigieren. Das ist alles Wissen auf dunkle Erfahrungen, dunkle Erfahrungswerte als junger Bub. Ja, du, sag mal, feste Sendetermine, Sonic. Das wäre ein Traum, ja, vor allen Dingen, weil ihr so fleißig dabei seid, immer mitkommentiert und mir das Gefühl gebt, dass das hier ein Stück weit auch was bringt. Zu streamen, muss ich ganz ehrlich sagen, das war bei PES 2018 dann im Folgejahr, nachdem es rauskam, irgendwann war der Ofen halt aus. Sei es bei mir in der Motivation, aber auch bei den geschätzten Zuschauern. Und jetzt bei PES 2019 hält sich das irgendwie ein bisschen. Sowohl bei mir mit dem Bock aufs Spiel, mit der Motivation in MyClub, aber vor allen Dingen auch unterstützt durch euch. Deswegen, es wäre ein Traum, wenn ich fest ansagen könnte, ich kann oder ich darf. Jeden Donnerstag wird es sich natürlich anbieten mit einer neuen MyClub-Woche und jeden Sonntag. Das klappt ja auch sehr häufig. Aber ich kann es halt nie versprechen. Deswegen feste Sendetermine beim Let's Playmaker, das wird wohl ein Traum bleiben. Und was du auch einwirfst, vollkommen richtig, viele deutsche Spieler heute. Genau, also ein Oli Kahn als Legende. Hier gefühlt die ganze deutsche Nationalmannschaft irgendwie vertreten. Lothar Matthäus wäre natürlich als Legende auch cool. Bedient so ziemlich die komplette Achse in der Mitte. Als Innenverteidiger sehe ich den guten Lothar nicht, aber natürlich als bester, nicht ganz so alter Libero aller Zeiten kann man ihn schon sehen. Ja. Das waren noch Zeiten hier beim FC Bayern hinten als Libero, das Spiel nochmal dominiert. Cafu wäre der absolute Super-GAU, ihr wisst, oder die Stammzuschauer wissen es, den Kollegen habe ich schon und den brauche ich immer noch nicht mit meinen drei Innenverteidigern, logisch. Kluivert wäre schön. Haben wir sonst noch eine Legende? Ja, den Nilsson kann ich auch nicht viel mit anfangen, beziehungsweise jetzt mit dem neuen Trainer habe ich auch einen Linksaußen, da wäre das wieder ein bisschen sinnvoller. Das dürfte doch die schlechteste Legende sein, die man sich so vorstellen kann, oder? Ja. Also noch schlechter werden sie nicht. Okay, das heißt, schwächste Legende wäre den Nilsson und das ist auch die einzige goldene Legende. Zwei goldene, okay, Patrick Kluivert noch. Ja, dann die 2,9% Chance auf einen schwarzen Ball. Das sind wenige Spieler. Logisch. Und dann wollen wir natürlich, wenn wir schon beim Wunschkonzert sind, und ich spiele weiter auf Zeit, damit die Leute fleißig auf Twitch noch dazukommen. Ein bisschen clever muss man schon sein. Wie gesagt, die YouTube-Fans können vorspulen und haben dann direkt den Vorteil zu sehen, was ich denn jetzt gleich ziehen werde. Cruyff wäre ein Traum, Sico wäre ein Traum, Kahn, ehrlicherweise, ich habe ein Bronzetorwart, ich habe ein Silbertorwart, ich brauche da nichts anderes. Und ja, Batistuta wäre natürlich absolut Tränen in den Augen, Superstar, Deluxe, Freude. Um den herum würde ich sogar ein Drei-Sterne-Team dann zu bauen versuchen, egal wie überpaced und überpowered der ist. Das wäre mir egal. Matthäus wäre cool, Cafu, wie gesagt, geht überhaupt nicht. Und Kluivert, ja. Der wäre sogar, glaube ich, ganz solide noch einsetzbar mit seinen 84 in so einem Drei-Sterne-Team. Hat dann natürlich die traumhaften Dinger da, ne? Acrobatic Finishing, First-Time-Shot und Heading. Das hat mancher Bronzestürmer nicht. Jawohl, schönen guten Abend, Just Matt. Jetzt kommen langsam die Namen. Sonic, wo du mir gerade viel Glück wünschst, hast du denn schon zugelangt? Hast du schon Glück gehabt oder eben nicht? Also das auch an alle anderen, die das hier sehen oder später auf YouTube vielleicht noch sehen. Habt ihr denn hier versucht, Legenden zu ziehen? Wenn ja, wer ist es geworden? Wie viel Glück oder wie viel Pech hattet ihr? Lasst mich das immer gerne wissen. Freue mich über jeden Kommentar. Wisst ihr selber, macht das Ganze hier ein bisschen spannender, als wenn ich für mich Videos spiele und ihr guckt nur heimlich zu. So, wir fangen allerdings an. Ich habe logischerweise ist Donnerstag gerade von der Arbeit nach Hause. Ich habe noch keine Com-Challenge gemacht oder so. Das sehen wir dann im nächsten Video. Dass ich nur meinen Legendenagenten hier ziehen kann, den ich 30 Wochen am Stück bekomme. Das müsste auch langsam erschöpft sein, sage ich, glaube ich, jeden Stream. Der mir drei Spieler von silbriger oder besserer Natur bringt. Wir fliegen nach Frankreich. Was gibt's? Wie sieht's aus? Es gibt einen silbernen Ball als besten. Also gibt es komplett nur silberne Bälle. Es gibt den Belgier Jérôme Denayer. Und der ist ein Innenverteidiger mit 1,84 Größe. Der dürfte so gut wie wegsimuliert sein dadurch. Ich habe doch Innenverteidiger wie Sand am Meer. Dann gibt es noch den Jakob Larsen als Rechtsverteidiger, aber der kann auf den beiden Außen-Mittelfeldpositionen auch noch arbeiten. Nicht ganz so verkehrt. Und dann gibt es noch den Hiljemark. So, schauen wir uns das viel wichtiger, die Player Skills an. Da ist der Denayer raus.
Da ist der Lasen raus und der Hiljemark ist raus. Jawohl, danke Konami zum Start. Drei Spieler silbriger Natur, die sofort, was heißt sofort, also irgendwann in absehbarer Zeit wegsimuliert werden. So, Sonic macht gerade auch seine Ziehung. Kannst dich hier gerne im Chat melden und ansagen, ob du mir vielleicht die ein oder andere Legende weggenommen hast. So, und jetzt gibt es eigentlich fast schon kein Zeitspiel mehr. So, wir können mal kurz durchrechnen. Collectors Bock für 25.000. Ich habe 289.000 GP angesammelt. Ja, viel simuliert. Und viel gespielt auch, klar. Die 27.000 GP eben durch den Gruppensieg in Division 4 63 brachten auch nochmal 27.000 GP, also quasi eine Box wert. Das läuft doch. Also, wir können jetzt 10 Boxen ziehen. Matti schaltet sich noch rechtzeitig ein. Schönen guten Abend, Matti. Schön, dass du reinklickst. Jetzt habe ich lang genug auf Zeit gespielt. Also, wir ziehen 10 Agenten mit der Chance auf eine Legende. 10 Agenten ziehe ich heute Abend. Dann habe ich noch ein Restbudget für Vertragsverlängerungen für die nächsten Tage. Logisch, komplett all in. Wollen wir nicht gehen. Die MyClub Coins würden auch noch eine Box mit sich bringen, spare ich mir mal auf für Notfälle oder so, keine Ahnung. Vielleicht im nächsten Video, die Woche hält ja logischerweise bis kommenden Mittwochabend. Also bis dahin sollte ich auch noch einmal zum Streamen gekommen sein. Halo, schönen guten Abend. Halo, habe ich dich das schon mal gefragt, wie du ausgesprochen hast? Halo Age? Haloage? Haloage? So ein bisschen Français, Haloage? Wie auch immer. Ich glaube, wir haben uns letztens auch im PSN geaddet. Kann das sein? Ist auch vollkommen egal. Matti hat schon 400, also quasi das Doppelte, was ich, also knapp das Doppelte, was ich einzusetzen gedenke, hat für 450.000 investiert, keine Legende. Das hebt doch schon mal die Stimmung. Ja, aber gut, es sind wie gesagt 2,9% Chance auf eine Legende, also machen wir uns nichts vor. Das wird jetzt hier bei mir wahrscheinlich eher nichts. So, eine Legende ist es schon mal nicht, das sieht man ja sofort am ersten Bildschirm. Der ist nicht golden, sondern normal. Und es gibt, oh, wir beginnen mit einem silbernen Pack. Oder was heißt Pack? Mit einem silbernen Spieler. Marcal, whatever, von Olympique Lyonnais. Schon der zweite Spieler am heutigen Abend von Olympique Lyonnais, Linksverteidiger. Ich will gar nicht weiter gucken. Ach doch, okay, es ist doch ein Dreierpack. Ich war irgendwie, ist das nicht sonst immer ein Spieler? Wo kriege ich denn sonst immer nur einen Spieler gezogen? Bei den Comp-Challenges, ne? Wenn ich so Mannschaftsagenten dann ziehe. Das ist dann immer nur einer. KSFC ist da, schönen guten Abend, dass du auch da bist. Halo Age, da machen wir Halo Age draus oder nur Halo, machen wir es kurz. So, da haben wir Luca Dia, den Namen habe ich schon mal gehört. Stürmer vorne drin, 1,85 und Hudson, der brasilianische Zerstörer fürs zentrale Mittelfeld. Wie immer sind natürlich die Player Skills nicht unwichtig. So, der Kollege kann leider nichts anderes spielen, da sind die Player Skills als Linksverteidiger vollkommen egal. Luca Dia, First-Time-Shot ist schon mal die halbe Miete, wenn er jetzt noch Heading hätte. Aber der könnte unter Umständen, der ist solide, schnell, Finishing 80. Ja, muss man nicht sofort wegsimulieren. Der könnte ja auch mal eine A-Form mit sich bringen, wenn er in der Premier League ein Törchen schießt. Das könnte reichen. So, bei dem ist jetzt ganz wichtig. Ja, okay, ist zu klein und hat nur Fighting Spirit. Das heißt, zweimal wegsimulieren, einmal auf der Kippe. So, das war der erste von 10. Na, ihr könnt immer noch gerne was einwerfen, Freunde. Ne? Wenn ihr selbst eine Legende gezogen habt, jetzt hier live auf Twitch, YouTube, wo auch immer. Ich freue mich über jeden Einwurf. Weiter geht's. Zweiter von 10. So, es geht nach Italien. Es gibt keine Legende. Es gibt einen goldenen Ball vom AC Mailand, wenn ich die Hose richtig gedeutet habe. Der ist komplett zutätowiert. Ich glaube, das ist Biglia, oder? Ist das Lukas? Lukas, glaube ich. Ne? Lukas Biglia habe ich schon. Heißt, jetzt habe ich ihn zweimal. Und ich weiß nicht, ob der mir taugt, weil dann würde ich natürlich einen wegsimulieren und dann auf den bestehenden, den übrig gebliebenen anwenden für einen Experience Points Boost Deluxe. Schauen gleich nochmal drauf. Dann haben wir hier den Wallace von Lazio. Zum Glück nicht den vom HSV. 1,91 ist schon mal sehr sexy. Player Skills löse ich gleich auf. Nicht hier sofort alles spoilern. Und dann haben wir den Martin wahrscheinlich. Sonst wäre der Name nicht witzig. Sondern, ne? Martin Martinez von Racing Club. Und ich glaube, den habe ich auch schon mal. 1,74 ist für defensives Mittelfeld als auch für die Innenverteidigung
leider komplettes No-Go. Und bei den Player-Skills hat er perfekt. Das ist scheiße. Fighting Spirit, Interception ist geil. Okay, Heading wäre noch gut. Aber der ist eigentlich... Ah, der ist zu klein. Der arme Mann ist zu klein. Körpergröße, bei dem anderen weiß ich es natürlich nicht. Aber Körpergröße zu klein. Sonst ist der so grundsolide. Den möchte ich fast nicht wegsimulieren, weil er halt so solide ist. Ach, verdammt. Stamina 83. Der wird... Der arbeitet... 66 Kilo. Der gewinnt doch keinen Zweikampf. Egal. Wallace. Man-Marking. Ist zu wenig. Ist, glaube ich, zu wenig. Ich habe genug silbrige Innenverteidiger. Seien wir ehrlich. Also zweimal wegsimulieren und genau Lukas Biglia... Kann alle Pässe spielen, intercepten, intelligent mitarbeiten. Der wird auf jeden Fall wegsimuliert und auf den anderen angewendet. So, 2 von 10 Freunde sind weg. Schon mal nicht so geil. Aha, der gute Sonic zieht Kroos und Marco Reus. Das ist schon mal sexy. Kimmich ist da wohl auch in der Verlosung. Habe ich eben nicht so ganz drauf geachtet. Kracher, schönen guten Abend. Schön, dass du auch mal wieder reinklickst und reinkommentierst. Auch da ist ein Marco Reus gefallen. Ja, das sind doch schon mal... Marco Reus würde ich mich, glaube ich, auch drüber freuen. Cooler Typ. Cooler, sehr, sehr cooler Spieler. Legende! Freunde, das ist die Legende. Also eine schon mal. Ganz da dran jetzt an Batigol. Oh, bitte, bitte. Bitte. Oh, schwarzer Ball. Schwarzer Ball kann Batigol sein. Schwarzer Ball. Schwarz. Nee, das sind, glaube ich, zu dunkle Haare gewesen. Na, wer war das? Sico? Cruyff? Bitte nicht Cafu. Cruyff! König Johann! Ja! Ja, wie geil ist das denn? König Johann ist gelandet. Jetzt wird gefeiert, Freunde. Geil, geil, geil. Ja, ja, wunderschön. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist meine Legende zum absoluten Abfeiern. König Johann, möge er in Frieden ruhen, bei allem Respekt. Football total, wie geil. Das ist geil. Ach, herrlich. Und jetzt klicke ich auf X, Freunde, und dann sehen wir ihn im richtigen Trikot. Da ist er. König Johann. Ach, wunderbar. Das ist schön. Das freut mich. So, dann sind die zwei anderen im Pack vollkommen egal. Lukas Lima hatte ich auch schon mal. Guck mal, komm jetzt. Player Skills hier. Ja, geht weg. Juan Jesus kann gut köpfen. 1,85 zu wenig. Weg. Aber der hier. Guck mal hier. Der kann alles spielen. Der kann alles in der Offensive spielen. Und der kann es gut spielen. Oh, König Johann. Wie geil. Guck dir das an. Der kann alles außer Bälle gewinnen. Ah, ist schlecht. Okay. Der ist nicht fürs Gegenpressing. Der ist nicht für Kloppo, aber der ist für... Roberto Martinez. Wer sich jetzt erst einschaltet, ich habe einen neuen Trainer. Ne? Freunde, sage ich euch direkt. Hier, ganz anderer Spielstil jetzt. Ach, wie geil. Das freut mich. Player Skills wahrscheinlich alles voll. Ne? Ach, klar, der kann jeden Pass spielen. Der kann akrobatisch abschließen. Kann aber nicht sofort ab. Das ist schlecht. Also da helfen mir hier diese Skillstick-Dinger hier. Flipflop und so, die helfen mir gar nichts. Da hätte ich lieber dieses First-Time-Shot gehabt. Aber ey... Wollen wir hier nicht rum, ne? Also, boah, geil. König Johann ist gelandet. Super. 3. von 10 Packs, Freunde. Da können noch ein paar mehr, ne? Der Einzige, der, jetzt wo ich so drüber nachdenke, letztes Jahr bei PES 2018, Steven Gerrard gezogen beim irgendwie zweiten Versuch. Damals, als er rauskam, als Liverpool-Legende, zweiten Agenten gezogen, Steven Gerrard gezogen. Freudentränen, mega geil. Der ist ja jetzt nicht in der Verlosung. Hat Konami, wenn man so will, dreckig, wieder so ein bisschen geguckt. Naja, wenn nicht alle Legenden raushauen, nachher haben die Leute alle und spielen wieder FIFA oder keine Ahnung. Oh, da überschlägt sich die Stimme. Wunderbar. So, 4. von 10. Ist noch nicht vorbei. Keine Legende. Erstmal Ruhe reinkriegen jetzt mit 3 Silbernen. Oh, goldener Ball von Olympique Marseille. Habe ich das richtig gesehen? Das ist Olympique. Olympique de Marseille. Oh, mit der Nummer 12. Ich habe kein... Strootmann. Ah, der Ex-Roma-Spieler. Verbrecher im zentralen Mittelfeld, der niederländische Nationalspieler. Ich glaube, der ist zu gebrauchen. Oh, Memphis! Ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Den haben so viele gehabt in der letzten Zeit. Ich glaube, der war auch ein Featured Player. Kann das mal sein, als diese drei... Der spielt gar nicht mehr in den Niederlanden. Das kann nicht gewesen sein. Aber ich habe den in letzter Zeit ziemlich häufig gehabt und dachte mir, der ist doch nicht verkehrt. Der ist nicht verkehrt, der ist aber noch nicht super gut. Dann hier der Van Arnold, den habe ich auch häufig gesehen, ist natürlich ein Außenverteidiger, der mir nichts bringt. Der ist schnell, das sind sie alle. Long Throw, okay, der wird wegsimuliert. Memphis Depay kann alles. Kann alles am Ball. Ah, geht so, ne? Keine Direktabnahme, kein Pinpoint Crossing. Das ist so, das ist super viel Schall und Rauch. Ein Wechselspieler, okay, das kann mal passieren, aber wenn der startet, ist das Ding scheiße. Malizia ist ja, haben wir uns ja schon mal vor vielen, vielen Streams drüber unterhalten. Ist so die Kategorie Schwalbenkönig und so.
Also in einer Situation, wo man einen Zweikampf führt nahe dem 16er, entscheidet die CPU, die KI dann, okay, der lässt sich fallen und der Schiri fällt drauf rein, so in die Richtung, ne? Also auch sehr schwer greifbar, ob das was bringt. No-Look-Pass ist absolute Show, bringt mir gar nichts. Und dann halt da oben die ersten drei sind ja Skillsticks, die ich nie nutze. Okay, weiter Fernschuss hier, Long-Range-Drive, der kann also von 35 Metern mal ein schönes Tor für die Memory Card erzielen. Dipping, ja, wie gesagt, das ist auch wieder so ein bisschen beschweren auf hohem Niveau, aber der könnte cooler sein, sagen wir es mal so. Wird aber natürlich nicht wegsimuliert. So, dann haben wir den Kollegen hier. Boah, das ist eigentlich zu wenig für die Position. Da müsste noch irgendwie Heading mit rein oder so. Was haben wir da? Defensiv 81, Ballwinning. Physisch, wo ist der physisch? Da unten 85. Ja, wird auf jeden Fall nicht wegsimuliert, so. Ist aber jetzt auch nicht der Mann, der sofort in die Stammformation geht. Meine Fresse. So, Sonic gibt hier auch schöne Updates. Fabinho habe ich selber. Sehr, sehr geiler defensiver Mittelfeldspieler. Sehr groß, sehr gut. Malcolm, das dürfte dann der Außenstürmer von Barca sein, ne? Ja, der hat sich bei mir auch nie so ganz durchgesetzt. Aber gut, ist halt zu teuer für zwei, drei Sterne. Oder tendenziell zu teuer. Da gibt es effizientere für die Silberkategorie. So, lass mich mal kurz zu Atem kommen. Wir sind jetzt bei 4 von 10, ne? 4 von 10. Es kann, ganz ehrlich, Freunde, es kann uns nichts mehr passieren. König Johann ist gelandet. Einer von, ich glaube, dreien, über die ich mich super hätte freuen wollen und tun. Habe ich hier auch. Also, auch wenn es heute nichts mehr wird mit Batistuta, alles kein Problem. So, wir fliegen irgendwie auf den Atlantischen Ozean und es gibt einen goldenen Spieler, Hector. Ach, der Jonas. Ja, der Jonas. Kann ich mich leider nicht drüber freuen, darf ich auch nicht. Ja, als Düsseldorfer darf ich mich über den Kölner nicht freuen. Und ich glaube, der nutzt mir als Spieler auch nichts. Buffarini habe ich schon. Ich glaube, der ist geblieben, weil der auch rechtes Mittelfeld spielen kann. Und Cabral, ja, sagt mir erstmal nichts. Aber gucken wir mal beim Jonas. Der könnte auch defensives Mittelfeld spielen. Ja, schön umfunktioniert, weil der halt so einen klaren Ball spielen kann. Super Typ. Interception Fighting Spirit, das passt. Größe 1,85. Aber, ne, ich glaube, da müssen wir konsequent sein, wie auch bei Anthony Modest, wird wegsimuliert. Weil Kölner. So, Buffarini, der hatte. Oder habe ich. Weiß ich, muss ich mal gucken. Also, wenn ich mir jetzt die Player Skills angucke, Outside Curler ist cool, aber das war's dann auch. Und der könnte rechts Mittelfeld spielen, ist aber sonst auch sehr klein für die zentrale Mittelfeldposition. Ne, ich glaube, der wird wegsimuliert. Wenn ich den schon habe. Wird der erst recht wegsimuliert, wenn ich den also dann zweimal wegsimuliert. Also der bringt mir nichts. So, der hier, der ist vielversprechend. Groß gewachsen. Keine Player Skills. Eisernes Gesetz, keine Player Skills sind weg. Also, dreimal wegsimulieren. Kloppe und Cruyff sind Freunde. Ist das so überliefert? Kennen die sich? Hat der Johann den vor seinem Ableben irgendwie nochmal, haben die sich schon mal die Hand geschüttelt oder so? Also, hör mir auf, Johann Cruyff. Wow. Achim, schönen guten Abend, schön, dass du auch wieder reinklickst. Also, wer sich jetzt an dieser Stelle ja reinklickt, wir sind bei dem 6. von 10 Agenten, wo wir hier Legenden versuchen zu ziehen. Und wer jetzt gerade erst reinklickt, der hat Johann Cruyff verpasst, Freunde. Wir haben Johann Cruyff gezogen. Haben aber im Kader noch Luft für Batistuta. Ich sag's nur, vielleicht fürs Spiel. Wieder keine Legende. Aber heute wird es von mir keinen Undank mehr geben. So, wir fliegen irgendwie auf den Indischen Ozean und das bedeutet, oh, Bayer Leverkusen, goldener Ball Bayer Leverkusen, das war Volland. Diesen Mini-Ausschnitt des Profils sofort erkannt. Kevin Volland. Ah, schöne Originalgesichter, super eingescannt. Da ist Pest ganz weit vorne. Dann gibt es noch Derun und Ricky van Wolfswinkel, ja, yeah. Genau so musst du die auch aussprechen, die Niederländer. Ricky van Wolfswinkel, jawohl. Und das war's dann auch schon. So, Kevin Volland, Potenzial, gleich die Player Skills entscheiden. Derun, den hatte ich glaube ich auch schon mal und dann habe ich ihn wegsimuliert. Dementsprechend erwarte ich gleich nichts anderes. Und den hat er nicht auch mal irgendwie Champions League gespielt, Premier League gespielt, Newcastle und ist nicht durchgebrochen oder war bei Chelsea und wurde sofort ausgeliehen? Irgendwie der Name ist so cool. Das kommt mir so bekannt vor irgendwie. 29. Ich glaube, als Talent ist der doch mal nach irgendwo nennenswert gegangen. Also ich setze mich jetzt nicht an hier Goggle. Dementsprechend, ja, wenn ihr es besser wisst, freue mich immer über Einwürfe. Ihr habt Transfermarkt.de oder was auch immer.
bessere Nachsurf-Möglichkeiten für den Moment. So, jetzt wird es mit den Player Skills wichtig. Und das dürfte es gewesen sein für Kevin Volland. Keine nennenswerten Player Skills, das ist schade. Derun, hatte ich den wirklich schon mal? Hab den wegsimuliert? Der ist doch super. Interception und Fighting Spirit. Fürs Mittelfeld ist so das, ja, okay, es ist das Minimale, was die haben müssen. Ne? Mittlerweile gibt es, oder habe ich, Bronze-Spieler, die haben da so ziemlich alles. Auch an tollen Passmöglichkeiten. Also ist der, ja, aber eigentlich 1,85, dann hat der mal eine A-Form, dann kann man den auch gebrauchen. So, und er wird jetzt wichtig. Cooler Name, bitte auch coole Player-Skills. First-Time-Shot. Penalty-Specialist, wenn man einmal in seinem Leben einen Elfmeter bekommt im Multiplayer-Modus von PES. Ich kriege, glaube ich, einmal im Halbjahr einen Elfmeter, das wisst ihr vielleicht besser. So, und dann Chip-Shot-Control, also kann gut lupfen. Haben nicht so viele Spieler, nutze ich aber auch nicht so oft. Aber ja, tendenziell wird nur der Kevin Vollert aus dem Pack sicher wegsimuliert. Naja, also, passiert. Passiert. So. Ja, jetzt können wir das ja leicht nachrechnen. Wenn ich jetzt noch vier Agenten ziehe, 7, 8, 9, 10. Genau, wir sind beim siebten von 10. Dann hätte ich noch 39 über für Verträge. Das sollte ja locker reichen. Also noch vier Freunde. Vier Agenten werden noch gezogen. Daumen, ihr drückt die Daumen nicht mehr. Deswegen gibt es auch keinen Batistuta. Wieder keine Legende, Freunde. Ihr müsst schon weiter mit dem Daumen drücken machen. So, wir fliegen nach Argentinien. Ich möchte jetzt mal behaupten, schwarzer Ball geht schon mal nicht. Hä, war das nicht Leverkusen? Ich wollte schon sagen. Wir sind doch nach Argentinien geflogen. Es gibt ein 3x Silberpack. Da klicken wir schnell drüber hinweg. Blandi. Ricardo Caio, leider nicht der dicke Ex-Frankfurter Mittelfeldspieler, der war cool. Caio von Frankfurt damals, coole Sau. Und ein wahrscheinlich zu kleiner Innenverteidiger, keine Player Skills. Innenverteidiger mit Man-Marking, Captaincy und Fighting Spirit, eher unten, nee, zu klein. Und der Kollege. Oh! Der hat sie alle! Heading, Acrobatic Finishing, also dem ist keine Flanke zu krumm. Und First-Time-Shot, das ist Sahne. 1,81 ist dann halt für einen Brecher nicht so geil, aber der ist halt auch nicht, also ist so ein boah, absoluter Durchschnittsstürmer mit genau den richtigen Player-Skills von San Lorenzo. Also alleine deswegen wird der Kollege überleben. Die beiden Innenverteidiger werden wegsimuliert. Tschüss. Da werden irgendwelche bronzenen Spieler mit gepusht. Norwich City war der. Achim hat Cafu und Batistuta gezogen. Okay, Sonic hat noch Pastore dazu bekommen. Ja, Pastore auch ein cooler Spielmacher, aber natürlich weit weg von einem legendären Status. Nächster Agent. Nächster Agent. Wieder keine Legende. Also Achim, du kannst dir sicher sein, auf Batistuta werde ich, bis ich ihn selber habe, lange neidisch sein. So, wir sind, glaube ich, in die Niederlande geflogen, wenn ich das gerade aus dem Augenwinkel. Jawohl, de Paysway. Oh, Schwab. Ist das nicht Daniel? Daniel Schwab? Das ist Daniel Schwab, der Ex-Leverkusener. Gerne korrigieren, aber ich glaube, der war auf jeden Fall bei Leverkusen. Daniel Schwab, Innenverteidiger mit 1,87. Da ist schon mal Potenzial, alleine was die beiden Werte angeht. Dann haben wir noch Turnstra. Ich glaube, der war letzte Woche in den drei niederländischen Teams da in Form. Also ist ein 78er natürlich nicht so geil. Und René. René halt, ne? Jawohl, der hat links. Nee. 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 Okay, und dreimal wegsimulieren. Ding, ding. Ach, Freunde, jetzt. Jetzt komm, komm, bitte. Setz, komm. Wieder keine Legende. Auch wenn es heute nur eine Legende wird und die heißt Johan Cruyff, dann gibt es nicht viel zu diskutieren. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geguckt. Es gibt einen silbernen Ball. Wo sind wir hingeflogen? In die Niederlande. Ajax. Lück. Nee, ist gar. Nee, ich wollte gerade sagen, Luc de Jong spielt aber Paceway. Frankie. Frankie de Jong, guck mal hier, der Supermonster-Mittelfeldspieler des Jahrtausends, zumindest denkt das der FC Barcelona, wird er in ein paar Jahren sein. Jawohl, Frankie de Jong, 70, 75 Millionen plus irgendwelche Boni, die laut Marc Overmars ja ganz sicher erreicht werden. Also, guck mal, was hat der für so Werte? Grundsolider Fußballer und jetzt, guck mal, wie beschissen der ist. Also entweder hat PES den nicht vernünftig gescoutet. Ja, so leid es mir tut. Das hilft nichts, Frankie. Du wirst wegsimuliert. Den haben wir jetzt zum zweiten Mal am heutigen Abend gezogen. Glaube ich, oder? Nee. Habe ich eben einen anderen Cabral gezogen? Oder habe ich den eben übersehen? Heading, Man-Marking, Interception ist doch. Und Acrobat ist doch super. Oder habe ich den. Also der kommt mir super bekannt vor und die Player-Skills sind Monster.
Super physischer Typ. Nicht zu leer, aber gut, ist, doch, ist Level 30. Speed und ja, aber das geht noch. Also der wird bleiben, der ist geil. Munoz, was hast du so? Nix. Also wird zweimal wegsimuliert, der Innenverteidiger darf aber bleiben. So, wir gucken auf die Kosten oben. Okay, zwei noch. Da habe ich noch 14.000 GP. Zwei Agenten noch fürs Legendenjagen. Komm schon, komm schon, komm schon. Da geht mehr PES. Da geht mehr. Was ist da los? Hat sich der Server aufgehängt? Oh, was ist da los? Oh, da wird lange geladen. Da wird sich lange umentschieden. Und am Ende sagt PES, tödöd, keine Legende. So, wir fliegen nach Italien. Und es gibt von der Viola, vom AC Florenz, einen goldenen Ball. Oh, Simeone. Auch einer der legendären Stürmer in Anführungszeichen, weil der, glaube ich, in der ersten Woche in Form war und da irgendwie eine 97 war. Kann das sein? Erinnert sich da noch jemand? Schwab war bei Freiburg, ja, ist auch ein guter Einwurf. Ich glaube, der ist aber von Freiburg nach Leverkusen. Kann das sein? Ist, irgendwie habe ich den als Leverkusener vor Augen, aber Freiburg wäre die zweite Truppe gewesen, die ich genannt hätte. So, Simeone, erinnert sich noch jemand an eine der ersten Wochen, wo der als Featured Player mit einer 95 oder so kam? Da war der wochenlang Mittelstürmer in jedem Gegner und der war so lästig. Jetzt als normaler 80er Stürmer, schauen wir mal. Was sind die Player Skills? Oh, perfekt. Also fast perfekt. So, Heading und First Time Shot wird ihn einen Platz im Team lassen. Der ist auch nicht zu langsam. Der ist da, wo er sein muss, ist er gut. Also, Simeone bleibt. Dann haben wir noch den. Heißt der Harry? Kann das sein, dass der wirklich Harry heißt? Henry? Irgendwie sowas? Harry Mukhtar von. War bei Leverkusen, oder? Nee, Brøndby. Wo komme ich auf Leverkusen? Ist auch vollkommen egal. Spielmacher-Typ mit. Eher nicht. So, und Ganso, Freunde. Ganso kann jeden Pass auf der Welt spielen, wie er lustig ist. One-Touch, gewichtig, also hoher Steilpass, der so ein bisschen liegen bleibt am Ende und nicht ins Ausrutscht. Und low-lofted. Also hoher Steilpass mit eher so tiefer Unterschnitt-Natur. Der hat sich bei mir schon, also quasi etabliert, festgespielt, wie auch immer man es nennen möchte. Und dann wird der wahrscheinlich wegsimuliert und auf den anderen angewendet. Hier bin ich mir noch unsicher. Also klassische Nummer 10 als Playing Style ist genau mein Typ. Klassischer Zehner, gut am Ball. Oh, schwacher Fuß ist ziemlich gut. Ja, vielleicht behalten wir den auch mal. Man muss ja nicht immer alles wegsimulieren. So, dann war das, vor dem Hintergrund war es ein gutes Pack. So, vor dem Hintergrund war es eigentlich kein schlechtes Pack. Ja, 93er. Guck mal hier, Simeone. Wir erinnern uns alle an die ersten Wochen. Und ärgern uns noch heute über Featured Player Hatem Ziyech mit 97. Der beste Fußballer aller Zeiten, besser als Messi und Ronaldo zusammen. Hatem Ziyech. Heißt der überhaupt Hatem? H-Punkt auf jeden Fall. Aber da hat Konami in der ersten oder in den ersten paar Wochen MyClub aber sowas von überdreht. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. So, und jetzt kommen wir zum letzten Agenten, der uns eine Legende für diesen Stream bescheren kann. Wir sind auf jeden Fall deutlich länger im administrativen Teil. Hakim heißt der Kollege, danke Sonic. Und kommen dann auch zum virtuellen Fußballteil des Spiels. Boah, das hat ja klar, okay, wenn man alles an GP in Legenden packt, dann wird das Video, der Stream mal ein bisschen länger, aber ich hoffe, ihr habt die Zeit mitgebracht. Es gibt keine weitere Legende, von daher kann ich mich für einen Moment mal wieder setzen. Ja, dieses Auf- und Ablaufen hier vor dem Fernseher. Nicht so geil. Jawohl, es gibt nochmal dreimal Silber und es gibt Izquierdos von Boca Juniors. Man kann es auch übertreiben mit der schlechten Aussprache, ne? Boca Juniors, genau. Boca Juniors, ja, als ob. So, also 1,85 Innenverteidiger, ja, am Rande. Da haben wir noch Bazouer. Ja. Und dann haben wir Julian Drax. Ne, ist gar nicht Julian Draxler. Haben wir noch Fernando Zucchi. Also wenn rein vom Gefühl her, eben sagte der Sonic viele Deutsche. Ja, das waren die ganzen Topspieler. Kroos, Reus, Kimmich und wer da alle. Ter Stegen, Neuer. Ganz viele deutsche Topspieler zu ziehen, aber gefühlt auch sehr viele durchschnittliche silberne Niederländer und Argentinier in dem Pack. Kann das mal sein? Also sehr viele Argentinier heute gezogen, auch sehr viele Niederländer heute gezogen. Ja. Und ja, was sagen denn die Player Skills? Die sind. Der ist schön. Izquierdos, 1,85, gerade so.
Darf er bleiben? Ja, doch, der bleibt. Das ist sehr cool, sehr coole Player Skills jetzt hier. Der wird leider gehen. Und der wird auch gehen. Okay. Ja, Freunde, wer sich nur eingeschaltet hat, um mich GPs verballern zu sehen, der kann an dieser Stelle gehen. Schön, dass du da warst. Abo nicht vergessen. Das war's für den administrativen Teil. Und jetzt gehen wir unumwunden, ohne großes weiteres Abfeiern von König Johann. Ja, nochmal sagen. König Johann, Freunde, König Johann. Jawohl. Also gehen wir ohne weiteres Abfeiern von König Johann, gehen wir zum neuen Trainer, Roberto Martinez. Ich hatte es ganz eingangs erwähnt, da waren noch nicht ganz so viele Leute im Twitch-Stream. Von daher habe jetzt mit Roberto Martinez einen neuen Trainer versucht. Fühlt sich auch sehr, sehr gut an, die ersten Versuche, obwohl ich noch weit weg bin von 99 Team Spirit. Ihr seht es rechts oben. Ich bin auch eher gerade dabei, eine Mannschaft immer wieder danach auszustellen, wie sie am wenigsten Team Spirit haben, um das immer so gegenzuarbeiten. Und war da vor allen Dingen zum Ende der letzten Woche ja eigentlich sehr gewillt, auch Niederlagen in Kauf zu nehmen, obwohl es gar nicht so schlimm war. Also ich hatte es viel schlimmer in Erinnerung, dass eine negative oder eine nicht ansatzweise 99 Teamchemie sich super unangenehm anfühlt beim Spielen. Hä? Wieso sind die denn jetzt wieder da? Ich habe die doch alle. Ah, da wird automatisch von der Bank nachgesetzt. Ah, guck mal, wusste ich gar nicht. So, und für diese Woche versuchen wir da so einen Mix zu finden. Aus Wochenform ist geil, aber auch Chemie zum Trainer, zum neuen ist noch nicht so ausgeprägt. So. So, dann schauen wir doch mal. Also, wir gucken erstmal nach hier Teamchemie, Affinität zum aktuellen Trainer unter 89. Das ist schon mal eins. Und dann gucken wir nach der Wochenform. A. Ja, das sind doch einige, die wir da ausstellen. Guck mal hier. Den Denier wollten wir wegsimulieren, ne? Habe ich richtig in Erinnerung. Dem wollte ich noch eine Chance geben. Der darf also in den Mittelsturm. Abraham, der ist dynamisch und alles, hat leider so gut wie keine Player-Skills. Aber man muss sich ja auch mal so ein paar silberne Spieler für ein oder zwei Sterne so parat halten. So, dann haben wir hier den Barbona, den kenne ich nicht, der wird wahrscheinlich wegsimuliert, der wird wegsimuliert. Dann haben wir den frisch gezogen, ich erinnere mich nicht daran, dass ich den behalten wollte, wird also wegsimuliert und der Kollege kommt dann auf die Spielmacherposition. Ich schaue nochmal nach. Hä, warum habe ich den? Warum habe ich den immer so? Also ich habe den natürlich schon einmal wegsimuliert und dann auch den Vertrag verlängert. Ich habe keine Ahnung warum. Klar ist der geil am Ball, aber hat keine Player Skills. Das heißt, auch der Vasquez wird wegsimuliert eigentlich. Okay. Ja, sehr clever von mir. Muss man auf jeden Fall, muss man mir lassen. So, dann geht's weiter. Dann bauen wir mit A und B. Gucken, wer da in Frage kommt. So, Kevin Strootman. Dann haben wir hier noch Cabral. Den wollten wir ja benutzen und verwenden. Ja, die beiden wurden hier zum Simulieren genutzt. Brauche ich jetzt auch im Stamm. Okay, das heißt, der Strootman beginnt seine Mission Let's Playmakers sofort. Dann haben wir den. Ne, Barbona wollte ich nicht. Und wen wollte ich denn da holen? Habe ich doch. Habe ich nicht gerade einen Spielmacher im Blick gehabt? Nee. Cabral sollte spielen. Jawohl. Pavon. Ich glaube, Pavon möchte ich auch behalten. Ne? Pavon habe ich. Oh, Pavon kann alles. Und Pinpoint Crossing vor allen Dingen. Das heißt, Pavon. Mein Gott, jetzt stellt er immer wieder um, oder was? Ne, nicht kosten. So, ein bisschen Geduld müsst ihr jetzt leider noch mitbringen, weil ich die Mannschaft noch bauen muss. Aber da auch mal live dabei sein, ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. So, also, Pavon wird verlängert und darf spielen. So, dann setzen wir den Strootman auf die Bank und setzen ihn dann auf defensives Mittelfeld. Also das sind hier zwei verschiedene Positionen. Ihr werdet gleich im Aufstellungsmenü sehen, dass das so ein bisschen verschoben ist. Nicht so wie hier in der Ansicht. So, dann geht's weiter. Also, es geht mit einer AB-Form und es geht 89. Da, der soll weg, der, sie sollen alle weg. Ach, hier, Santi Mina darf bleiben. 50% Scout-Kombo genutzt. Dann der Kanon soll bleiben als Innenverteidiger und dann war's das für den Moment. Ne? Die wollen alle weg. Ja. Korea. Korea, Korea, Korea. Links Mittelfeld wäre der möglich. Gucken wir uns mal an. Wollte ich den behalten? Von Atletico nach Lazio, da sehen wir es auch. Genau. 1,89. Ich hätte gedacht, das ist so ein kleiner Wusler. Kann auch nichts. Dann kann der weg. Ohne Vertrag. Warum habe ich den behalten? Keine Ahnung. Also, Korea kann schon mal weg. Das gleiche, also war ich vielleicht ein bisschen unaufmerksam die letzte Zeit. Was stimmt denn nicht mit mir?
Die sollten eigentlich alle weg. So, und jetzt könnten wir eigentlich fast schon mit König Johann anfangen. Weil wir sind jetzt beim C-Rating und schlechter stelle ich nicht auf. Das heißt, wir könnten tatsächlich König Johann debütieren lassen. Hier, guck mal. Das wird dann wahrscheinlich am Ende eine 3-Sterne-Truppe, aber dann muss ich dann halt mal durch. Aber so können wir es machen. Jawohl. So, und jetzt dürfen wir natürlich nicht übertreiben. Das heißt, wir machen hier erstmal die niedrigsten Spieler. Hier meine ganzen bronzenen und silbrigen Superstars. Mal anlernen. So langsam aber sicher. Wer ist denn von denen so absolut gesetzt immer wieder? Boah, nicht so viele. Da hier bieten sich nicht so viele an, die ich sonst immer habe. Ach, guck mal, es gibt noch einen Cabral. Deswegen sagte ich, den Namen kenne ich doch irgendwo her. Guck mal hier. Cabral, Cabral. Mal, können die Brüder vielleicht sogar spielen? Habe ich bei dem nicht gesagt, der ist interessant? 1,87. Ah, keine Player Skills, deswegen kommt der weg. Okay. Na, schade. Die beiden Brüder, wenn sie Brüder sind, wisst ihr auch wieder besser, wenn ihr gerade mal googelt. Ah, ist das mühsam. Es ist so mühsam. Ist das vielleicht der längste administrative Teil, seitdem ich PES 2019 streame? Kann sein, oder? Kann sein. Frank, den wollte man nicht behalten. Mooney. Wo habe ich den jetzt? Ach, da passt der. Das war falsch. So, Mooney auch nochmal auf die Bank als Stürmer. Ach, genau. Der ist, ne, bestätigt worden, auch schon öfter gezogen worden und dann auf sich selbst angewendet. Level 29, habe ich den als Level 1 irgendwann? Muss ich ja irgendwann mal als Level 1 gezogen. Jedenfalls Heading und First-Time-Shot hält ihn dann natürlich in der Startelf. So, weiter geht's. Günstig. Und hat keine Ahnung vom System. Das sind mir die Lieblingsspieler. So. Jan Huntela. So, dann können wir den Gunnar Lawes mal hier hinsetzen. Ich muss mal hier. Oh Gott, jetzt mal verklickt. Mal gezielt suchen. So, wir suchen noch ein linkes Mittelfeld. Ein linkes Mittelfeld. Wer kann das spielen? Wer kann links Mittelfeld spielen? Amrabat, der ist auch sehr. Ah, oh, Kennedy wollte ich auch nochmal hochziehen. Der kann auf der linken Seite alles spielen. Spielt der Kennedy. So, Innenverteidiger. Ah, hat das behalten, na, endlich. So, wen haben wir denn da? Wallace. Bruno. Bruno hat, glaube ich, obwohl der nicht so groß ist, hat er die richtigen Player-Skills. Was ist, Munoz sollte weg. 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 Leo weg. Weg, 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 weg. Ja, da kommt der Bruno. Bruno kommt. Ne, es war Munoz. Das ist falsch. Den wollte ich nicht. Ich wollte Bruno. Wo ist Bruno? Das ist Bruno. So. Ich erinnere mich auch nicht richtig. 1,84, aber Interception Fighting Spirit. Ja, komm. Bruno kriegt eine Chance. Gleich überspringen wir die 1600 Punkte und dann sind wir nämlich schon in der Kategorie 3 Sterne, aber das ist dann jetzt halt so. So, gibt es hier noch jemanden, der rechts Mittelfeld spielen kann? Das ist dann schon hier ein guter Bronzespieler. Ah, nehmen wir den mal. So, wir brauchen immer noch einen Innenverteidiger. Ich glaube, jetzt hebe ich auch langsam mal hier die Kosten höher, damit wir auch langsam mal auf Spieler kommen, die spielen können. Izquierdos, der war doch super geil, oder? Den habe ich richtig in Erinnerung. Kommen die ganzen neuen Spieler jetzt. Alles, was eben gezogen wurde, ja, der war super geil. Alle Spieler, die wir eben gezogen haben, kommen jetzt auch sofort zum Einsatz. Das hatten wir selten, dass wir hier so viele frische Spieler ziehen. So, dann kommt der Ki Sung Jung, auch lange nicht gehabt. Oh, Quelia, Quelia, Quelia. Destroyer. Das ist best. Nee, falsch. Ist der überhaupt gut? Man. Oh, super Player Skills. Ihr seht, ich lerne meinen Kader gerade mit euch kennen. Ne? Wir lernen gerade zusammen meinen Kader kennen. Das ist auch super. Viele frische Gesichter. So, der war flexibel auf der Position. So, Kosten wieder. Mein Gott, ist das mühsam. Ich hoffe, es hat noch keiner von euch weggeschaltet. Das war falsch. Wo ist der Koreaner? Den wollte ich jetzt eigentlich wieder nehmen. Da ist er. Der ist flexibel auf der Position. So, und jetzt brauche ich nur noch einen Torwart. Das ist einfach. Das wird Ricky Ray auf jeden Fall. Och du Scheiße. Jetzt wird das gleich sogar eng mit 3 Sternen. Jetzt brauche ich noch Flügelflitzer. Flügelflitzer A bis C. Wer kann es spielen? Gibt es noch jemanden, der sich da anbietet? Hä, warum macht er das denn nicht?
können alle nicht auf den Außen. Hä? Jetzt müsste er mir doch. Ach so, weil ich auf der Außenbahn, auf der Bank bin, zeigt er mir jetzt hier keine roten Umrandungen an, wer da spielen kann. So, ich brauche jetzt aber jemanden, der wirklich alle Außenbahnen bedeckt. Amrabat wäre da so einer, jawohl. Und noch einen. Einen Kollegen brauchen wir noch. Wer kann alle Außenbahnen spielen? Da ist Buffarini, den ich wegsimulieren will. Und wir sehen den nicht nochmal in der Auflistung. Ne? Das heißt, ich habe den tatsächlich nicht doppelt und habe ihn schon mal wegsimuliert. Okay. So, dann haben wir hier den Suba von Hoffenheim, jetzt Stuttgart. Auch noch nie wirklich genutzt. Ach, den wollte ich sowieso wegmachen, weil der war. Den darf ich nicht wegmachen, weil der ist mein 50%iges Gegengewicht für Emil Forsberg. Das an der Stelle auch mal aufgesagt. Emil Forsberg in der Excel-Liste. Immer noch ein Thema. Mitchell Weiser ist auch ein Mann für die Außenbahn komplett. Warum nicht? Warum auch nicht? Machen wir Mitchell Weiser mal hier. Also ganz kuriose Truppe jetzt, gebe ich zu. Werde ich auch abseits des Streams mal ein bisschen feintunen. Ich glaube, der Mitchell, der startet sogar, weil hier der Cools ist schlechter. So, dann können wir das wieder so verschieben. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist das ausgewogen? Nee, nicht so. Ne? Ich habe einen Stürmer zu drei Stürmer. Also wir können davon ausgehen, wenn der König Johann... Nee, pass auf, dann muss der Muni muss geopfert werden. Und zwar, guck mal, da habe ich noch ganz viel Platz für einen richtig geilen Stürmer. Ach, guck mal, da kommt dann sofort der Simeone. Warum auch nicht? Wir sind immer noch weit weg von richtig drei Sterne. Da könnte ich noch ein bisschen in die Vollen gehen. Kann der Kanon noch raus? Vielleicht finden wir noch einen richtig geilen Innenverteidiger ohne Preisbeschränkung. Ah, hier, guck mal. Könnten wir auch den Cambiasso noch bringen. Paredes, nee, Neven Subotic, Wallace. Wollten wir dich wegsimulieren oder meinen wir dich ernst? Du wirst wegsimuliert. Schade, dann hast du auch keine Zukunft hier in der Mannschaft. Okay, pass auf, da mache ich es jetzt ganz pervers. Ohne irgendeine Beschränkung. Wer kann... Ja, ab hier kommt's. Oh, Chiellini ist schon 99. Thiago Silva mag ich ja sehr. Der hat auch schon sehr viele Spiele für mich gemacht. Der ist ein besserer Fußballer. Komm, ich habe dir den Chiellini habe ich noch nie wirklich eingesetzt. Dann spielt er jetzt hier einfach mal Turm in der Schlacht. Jawohl, so sieht's doch aus. Okay, so jetzt langer Rede und langes Aufbauens Sinn. Mit der Mannschaft gehen wir jetzt für den Moment mal in die Spiele. So, Advanced Instructions. Das habe ich lange mit euch im letzten Video besprochen. Da habe ich es auf meinen alten Trainer Leonardo Semplici anzuwenden versucht. Habe das jetzt hier aber auf den Trainer, auf die Taktik angewendet, wie es der Indominator in seinem Video auch erklärt. Und es passt mir sehr gut, ehrlicherweise. Also, die Flügelspieler, die ich jetzt doppelt habe. In meinem alten System habe ich ja nur die beiden äußeren Mittelfeldspieler. Jetzt habe ich Außenstürmer und Außenmittelfeldspieler. Ich bilde mir da immer ein, dass die sich auch ein bisschen absprechen, wer in die Mitte rückt und wer nicht. Dann haben wir Centering Targets. Klar, da muss jemand tief gehen oder sich in der Mitte anbieten für Flanken. Das wird dann hoffentlich der König Johann sein. Dann haben wir Wingback. Das ist irgendwie so meine eigene Note bei den Taktiken. Ich möchte, dass die sich zurückziehen, die Außenverteidiger, die Außenmittelfeldspieler mit nach hinten arbeiten, um nicht Innenverteidiger und Strootmann allein zu lassen. Und da empfiehlt der Indominator, ja, wenn man das Gefühl hat, man wird zu oft allein gelassen in der Defensive, das hier, ja, das und man wird zu schnell überrannt vielmehr. Das ist das, ausgekontert und überrannt. Dann sollte man das hier noch mit anschalten, um eben deutlich tiefer zu stehen und keine schnellen Konter zuzulassen. Was ich allerdings gemerkt habe, für mich zumindest, und das können natürlich auch dann die falschen Gegner gewesen sein, die ein anderes System spielen, wenn man dieses Ding hier wählt, dann steht man viel zu tief und hat ein viel zu großes Loch im Mittelfeld und kommt da gar nicht auf Gegendruck. Dementsprechend lasse ich das für mich ausgeschaltet. Das mal zur Erklärung. So, und was ich für mich jetzt noch machen wollte, ich wollte die Innenverteidiger mal so einen Ticken auseinanderziehen. Erstmal nur zwei Klicks, mal gucken, ob das was bringt. Kapitän ist selbstverfreilich Johann Cruyff. Die langen Freistöße schießt der Strootmann nach vorne, die kurzen Freistöße schießt der Johann. Neben ihm steht der Pavon. Die Ecken schießt Johann Cruyff, weil der ist, glaube ich, kein Kopfballstürmer. Die Elfmeter schießt natürlich Johann Cruyff. Mit nach vorne geht Chiellini. Und dann haben wir die Mannschaft für den
Start in diese MyClub-Woche erstmal für den Moment perfekt aufgestellt. So, jetzt können wir loslegen, Freunde. Jetzt können wir endlich virtuellen Fußball spielen. Der ein oder andere von euch hat ja bei meiner kleinen Umfrage, weswegen er bei mir zuschaut, so rum, auch geantwortet, dass das virtuelle Fußballspielen und mein Kommentieren so viel Spaß bereitet. Das ist natürlich recht edel. Das freut mich natürlich sehr, weil permanent Legenden-Pushes machen kann ich ja auch nicht. Deswegen ist das schon schön, dass ihr kommt wegen Zugucken beim Spielen und beim Scheißelabern. Dementsprechend, da kommen wir jetzt zu, endlich. Und ihr seht es, 890 Ratingpunkte, also so schlecht ist das gar nicht gelaufen die letzten Tage, auch wenn ich nie mit 99 Teamchemie gespielt habe, auch wenn ich mit einem neuen Trainer hantiert habe. Also es sieht gerade ganz gut aus. Bin guten Mutes, dass ich die 900 nochmal knacken werde. Hoffentlich vielleicht ja schon heute im Stream. Wer weiß, wie der laufen wird. Teamchemie habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie sie war. Im Abschluss, wie gesagt, das wird für die nächsten Tage und Wochen ein mühsames Stück Arbeit, viel zu simulieren, nicht nur wegzusimulieren, die Spieler, die ich nicht brauche, sondern auch bestehende Spieler auf 99 Teamchemie zu bringen, damit das am Ende keine Ausrede mehr ist, dass es bei mir nicht läuft. Jawohl. So, Sonic, warum mehrere Abwehrspieler? Nee, ich habe, also es waren andere, also eigentlich, ich hoffe, ich habe mich da nicht verklickt. In der Regel schicke ich immer nur den mittleren der drei Innenverteidiger mit nach vorne. Und ich glaube, ich habe jetzt auch nur Chiellini angeklickt. Vorher war ein anderer Spieler angeklickt. Den habe ich, glaube ich, hoffentlich sehr schnell auch weggeklickt und dafür Chiellini gewählt. Weil wenn ich mehrere mit nach vorne schicke, klar, dann wirst du erst recht ausgekontert. Bei zwei hinten lassen hast du vielleicht noch mal die Chance, bei 1 gegen 1 irgendwie den Konter zu unterbinden. So, und es geht gegen Seabass Demang. Seabass kennt ihr alle noch. Ist, glaube ich, der Erfinder der PES-Serie, der Producer der ersten 10 Teile, keine Ahnung. Der legendäre Seabass. Und wir spielen gegen die Evo Hornets. Wir spielen mit diesen Trikots. Oh, wie schön der König Johann mit diesen Trikots aussieht. Boah. Johann Cruyff gegen Kylian Mbappé. Das ist ein schönes Duell für seinen ersten Einsatz als Let's Playmaker. Jawohl. So, jetzt gucken wir mal, was der Sonic gesagt hat. Nicht, dass ich da was falsch eingestellt habe. Also, ne, hier ist nur Chiellini angeklickt. Wie gesagt, wenn wir hier noch den hier machen, dann haben wir bei alles oder nichts in den letzten 2 Minuten ja, nicht so die ganze, nicht so die Kontrolle über die Konter. So, wir schauen. Pfeil nach oben bei Cavral. Das ist sein Debüt. Dafür ersetzt er den Bruno. Dann haben wir sonst, oh hier, das ist ein absoluter Traum. Hier die beiden auch noch mit Pfeil halb nach oben. Also das ist schon ziemlich geil für die Ausdauerklamotte. Ja, und ansonsten eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft. Bin gespannt, wie sie performt. 78 Teamchemie, also das ist ja im Endeffekt auch ausgewählt danach, dass die Kollegen den neuen Trainer noch irgendwie gar nicht kennen. Haben, oh, Kommentator ausmachen. So, hier. Haben noch nie vorher mit Roberto Martinez gesprochen. Man traf sich 2 Stunden vor Spielbeginn und hat mal kurz an der Taktiktafel Positionen aufgezeichnet. Ah, und damit Salut, Freunde. Auf tollen virtuellen Fußball mit König Johann. Ich kann es immer noch nicht glauben, ihn gezogen zu haben. Ha. Vielleicht schießt er ja heute auch schon sein Debüttor. Möchte ich fast wetten bei Mittelsturm. In einem offensiv ausgerichteten System. Auf geht's. Johann Cruyff, die legendäre Nummer 14. Erster Ballkontakt. Guck ihn dir an. Johann, laufst nach Hause. Ja, nicht übertreiben hier. Oh, direkt gutes Pressing. Ja, Cruyff. Cruyff. Jetzt nicht überdrehen. Oh, Santimina, der sucht sofort Cruyff. Johann, nein. Na jetzt. Johann, Johann, nein. Auch direkt die erste Chance. Zu hektisch. Das wird mir heute den ganzen Stream über bleiben, diese Hektik, wenn Johann Cruyff am Ball ist. Zumindest bis das erste Tor gefallen ist. Da ist er wieder. Cruyff entzieht sich der Abwehrkette. Mitchell Weiser. Mitchell Weiser, jawoll. Guter Beginn. Griffig, die Let's Playmakers. Scheißen auf, noch nie so zusammengespielt. Scheißen auf 78 Teamchemie, jawoll. Cruyff, die erste Ecke kommt. Nee, da wollte ich nicht hinklicken. Und dann laufe ich ins Aus. Schade, zu hektisch, zu überdreht. Egal, weiter geht's. Pressing, Freunde. Neto im Tor.
Er hat Depay, genau, der wäre jetzt beinahe fast an den Ball gekommen. Dann hat er noch den Kylian Mbappé, haben wir ja eben gesehen. Ich bin sehr gespannt. Da haben wir Harit. Ich habe jetzt ehrlicherweise so im Detail gar nicht auf seine Truppe geachtet. Ich behaupte jetzt aber einfach mal, das ist keine hochgezüchtete 3-Sterne-Truppe, nur auf altbekannte Spieler setzen. So, ja, gut verzögert. Das war ein bisschen hektisch von Weiser. Ja, kriegen wir Zugriff. Er schenkt uns den Ball. So, Konter läuft. Cruyff. Cruyff lässt klatschen. Ach, das ist so billig. Den geben wir zu leicht weg, den Ball. So, Ki Sung-jung. Hoffentlich spreche ich den richtig aus. Ne, Newcastle ist der nicht, oder? Also eigentlich sollte man ja auch einiges lernen hier, wenn man MyClub spielt. Spieler kennenlernen. Cruyff! Den kennt noch jeder. Foul. Ne, nicht gepfiffen. Ja, ein bisschen. Auch das ist mit dem neuen System sehr, sehr schnell zu spielen. Es ist sehr eng im Mittelfeld und häufig stehen sich auch Dreierkette und defensiver Mittelfeldspieler auf den Füßen. Machen das dann sehr eng vor dem 16er. Kriegen wir den? Naja, der war Unsinn. Unsinnsball. Aber bisher sehr hohe Fehlpassquote bei beiden Teams. Cruyff. Schöner Chipball auf Pavon. Der läuft ein gutes Angebot, aber natürlich meilenweit davon weg, diesen Ball zu erlaufen. Also noch keine klare Struktur zu erkennen. Bei Watford und auch nicht bei den Let's Playmakers. Cruyff. Schnuckliger Doppelpass. Santimina. Verkackt's ein bisschen. Der silbrige Außenstürmer, der Wunschspieler, laut Excel-Datei, einer meiner Wunschspieler. Cruyff, guter Laufweg, Cruyff gegen Benjamin Pavard, Cruyff, 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 Cruyff. Ja, da versuchen wir mit dem Skillstick zu übertreiben, ganz besonders clever, wenn man nicht mal weiß, was für ein Move dabei rauskommt. Ja, ist das, jawohl, Depay bleibt hängen, Innenverteidiger, die Neuen, bislang mit gutem Eindruck, schöner Ball, Cruyff, artistisch. So sieht man die Spieler meistens nur in den ganzen Trailern von Konami. Kennedy, gute Flanke. Ball bleibt heiß. Weiter geht's. Wichtiger Kopfball, gut geholt. Szene weiter heiß machen. Cruyff, der zuckelt sich da einen ab mit geilen Bällen. Flanke kommt wieder gut. Cruyff, 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 nein. Ja, Watford muss aufpassen. Gleich klingelt's. Wieder schlampiger Ball. Wieder Cruyff. Kommt man denn diesmal durch? Cruyff, nee. Langer Ball. Oh. Schlechter, ganz schlechter Hüpfer da. Von meinem Innenverteidiger. War das Cabral? Ich weiß es nicht. Mit den Innenverteidigern bin ich noch gar nicht warm. Was die Namen? Ich weiß die Namen, glaube ich, nicht mal. Izquierdos. Cabral. Bruno. Und wen habe ich jetzt eingewechselt? Auch mir sind das fremde Spieler. Oh, das sieht gut aus. Oh, Cruyff, Cruyff, Cruyff. Na, Cruyff bleibt bissig. Nee. Ist Cruyff links oder rechtsfuß? Auch das ist ja nicht unwichtig, wenn man da mal den Ball in Schussposition hat, ob man nochmal abdreht oder ob man beim König Johann dann mit links draufzimmert. Jetzt vielleicht oben Platz, jawohl, Kennedy. Billiger Doppelpass, kommt durch, Kennedy, Flanke kommt, Cruyff geht entgegen, aber der ist halt kein Brecher. Der Johann ist halt kein Brecher. Das müssen wir spielerisch lösen. Neto mit dem Abschlag. Den holen wir. Sehr gute Phase. Da kann da oben die Options-Taste Dauerfeuern, wie er will. Kennedy. Cruyff! König Johann, du bist der Geilste. Da ist das Debüttor. Und er bricht ab. Nee, bricht nicht ab. Er holt einen zweiten Mann zum Anstoß. Das ist ihm wichtig. Das gibt ihm das Gefühl von Retro. Weil der Johann trifft, muss er auch den zweiten Mann zum Anstoß holen. Ja, genau. Solange du oben Dauerfeuer machst, kommst du nicht mehr an den Ball. So einfach ist das. Jawohl. Ganz einfache Regel. Du Spacken. 1-0. Ich glaube, verdiente Führung. Jawohl. 35% Ballbesitz. Kein Versuch, aufs Tor zu schießen. Die Evo Hornets. Nicht in Form unter Fernando Santos. Jawohl. So, jetzt schauen wir uns einmal mal kurz an. Wir haben wen haben wir als Innenverteidiger? Izquierdo. Ach, Chiellini. Eben noch groß erzählt, dass ich den mal raushole. Der bombt dann natürlich im Luftkampf oder generell im Zweikampf alles weg. Und Cabral spielt tatsächlich. Genau, ach stimmt, der hatte Fall nach oben.
Schön, wir lernen das zusammen. So, der Kennedy, hatte ich ja gerade gesagt, der war schon am Limit körperlich, ja, der ist schon unter der Hälfte, das ist nicht so geil. Mitchell Weiser hingegen ist ein bisschen über der Hälfte, aber da werden wir auf jeden Fall wechseln müssen. Hier oben, die Außenstürmer arbeiten in dem System generell nicht so hart und nicht so hart mit nach hinten, also die dürften, vor allen Dingen, wenn sie dann müde vorne sind, ist das in der Rückwärtsbewegung nicht ganz so schlimm für die letzten Minuten, als wenn die beiden hier es nicht mit nach hinten schaffen. So, die beiden sind natürlich voll auf der Höhe, das ist gut. Aber hier werden wir am Ende auf jeden Fall wechseln müssen. 60. sogar eher als 70. Minute. Jawohl, König Johann, erstes Spiel. Sehr lustig zu steuern mit seinen ganzen Hackentricks und seinen flüssigen Pässen aus jeder Lage. Also das ist sehr dankbar für enge Doppelpässe da. Oh. Und ja, das Debüttor ist natürlich direkt ein Traum. So, Cruyff läuft's Angebot. Pavon zieht es faul. Jawohl, sieht der Schiri natürlich. Da machen wir keinen hektischen Ball. Vielleicht jetzt mal ein bisschen runterkommen, ja? Fußball spielen. Strootman. Chi. Chiellini. Izquierdos. Da ist Platz im Mittelfeld. Pavon. Ja, jetzt muss er gucken. Sucht Cruyff. Der findet Weiser. Kommt der an? Kommt der an? Der kommt an! Och, den musst du aber doch dann reinschieben. Pavon mit der tausendprozentigen. Das waren nicht mal 11 Meter allein vom Tor. Also im Weltfußball gibt es keine größeren Torchancen als so eine. Bitter. Da muss das Spiel doch eigentlich schon vorentschieden werden. Fuß rein. Ja, Szene bleibt heiß. Weiser passt auf. Ja, flash du ruhig. Options-Taste, du Kasper. Pavon. Auch gut am Ball. Santi Mina, auch gut am Ball. Gute Mannschaft. So vom Eindruck her, der war dumm. Bringt mich jetzt in die Bedulje. Jetzt muss Strootman, guck mal, der steht tiefer als die Dreierkette. Und gibt da eine Art Libero. Ah, da hätte sich ein Lothar Matthäus gelohnt für die Position. Ja, Befreiungsschlag ins Nichts. Hallo, jetzt muss mal jemand da rausrücken. Ja, jetzt stehen wir viel zu weit drin. Flanke kommt nicht schlecht. Nächste Flanke geblockt. Komm, jetzt aber mal Konter. Jawohl, Cruyff. 3 auf 3, wenn es schnell geht. Unten läuft noch Kennedy mit. Cruyff läuft kein Angebot. Oben haben wir Weiser. Ja, unnötig. Den so krampfig zu spielen. Jetzt muss einer rausrücken. Chiellini macht das. Und Cabral ist da. Und gleich ist die 60. durch. Die ist schon durch. Jawohl, dann wechseln wir gleich. Kennedy ist auf dem Zahnfleisch. Allein deswegen ist der wahrscheinlich auch ein Kandidat fürs Wegsimulieren, weil, ne, keine Ausdauer. Und den irgendwie in der 60. schon zwingend wechseln zu müssen, ist jetzt auch keine Ausgangsposition, auf die ich so richtig Bock habe für meine Spiele. Und ist da, glaube ich, auch eher Linksverteidiger. Kann zwar auch Linksmittelfeld spielen, aber da sind dann so leichte Abstriche bei. Sehen wir es mal als Bewährungschance hier heute im Stream. Hektischer Ball. Oh, kommt er zum Abschluss. Jetzt kommt. Oh, der eine Pass war zu viel. Das war dumm. So, Ricky Ray. Schlechter Abschlag. Überhastet. Den Kopfball verzockt. Cruyff, Weiser, Pavon. Schöner Doppelpass mit Cruyff, Pavon. Pavon, den macht er alleine. Szene bleibt heiß. Cruyff. Ihr habt mir immer noch nicht gesagt, ob der Links- oder Rechtsfuß ist. Das wäre in der Situation jetzt nicht unwichtig gewesen. Entscheidung vertagt. Immer noch 1-0. Den Doppelpass, den Steilpass kriegen wir abgefangen. Kein Problem. Ricky Ray, langer Hafer, wichtiger Kopfball. Cruyff wieder da. Jawohl. Kennedy will nur noch raus. Will nur noch ausgewechselt werden. Oben ist Platz. Nimmt dann nicht mit. Haben wir auch antizipiert gehabt. Ja, wo ist der Zugriff? Da ist kein Zugriff nötig. So, Ricky Ray. Ja, auch das wieder unnötig. Den hätte ich nicht dahinschlagen müssen. Macht die Szene nur wieder heiß. Chiellini, Turm in der Schlacht. Langer Ball auf Cruyff. Verliert das Kopfballduell. Kann man ihm nicht übel nehmen. Ist nur 1,84. Der niederländische Fußballgott. Rausrücken, jawohl. Strootman ist da. Jetzt vielleicht nochmal ein schneller Konter. Cruyff, Pavon. Der hat noch genug Ausdauer. Christian Pavon. Läuft Pavard davon. Das reimt sich. Cruyff. Kriegt kein Foul. Kriegt keine Torchance.
Ja, gut zugelaufen. Jetzt komm, jetzt ziehen wir einfach mal das Foul. Meine Fresse. Jetzt wollen wir auch mal wechseln. Ki Sung-Yeon zieht das Foul. Hoffentlich nicht die rote Karte. Zieht gelb, alles gut. Kennedy raus, Amrabat rein. Wer von den beiden spielt? Nee, das können wir so lassen. Weiser raus für bronzenen Ball Kools. Was habe ich jetzt umgestellt? Nee, der bleibt rechts Mittelfeld. So, und Ki Sung-Yeon geht auch sofort raus für... Wer kann besser verbrechen, wenn ich das mal so sagen darf? Also wer ist defensiver besser? Gonalongs wird dann auch defensives Mittelfeld. Jawohl. Also machen wir jetzt die Mitte dicht. Auch wenn wir, wenn ich das mal so sagen darf, hier klar überlegen sind und die 1-0-Führung absolut gerechtfertigt ist. Jetzt hier auf ein 2-0 gehen müssen. Das tun wir schlichtweg nicht. Oh ja, willst du auf den Außen was machen? Ist nicht. Jetzt macht der Innenverteidiger schon das Spiel. Vielleicht kriegen wir das bestraft mit einem schnellen Umschaltspiel, mit einer schnellen Umschaltbewegung. Cruyff, Santimina. Ja. Braucht zu lange. Ah, gut nach hinten gearbeitet. Gute Bewegung von Santimina. Der Pass sollte eigentlich hier zur 17 gehen. Das kann jetzt nochmal nerven. Das kann nochmal nerven. Das kann nochmal nerven. Jetzt muss ich rot ziehen. Oh, wie ärgerlich. Memphis Depay, guter Antritt. Gibt es überhaupt rot? Da ist Pes ja nicht immer doch. Da ist Pes jetzt voll auf der Höhe. Wer kann es spielen? Jawohl. Gonalons. Jetzt mach ein Freistoßtor am besten. Dann habe ich es nicht anders verdient. Einmal nicht aufgepasst, weißt du? So ein Scheiß. Das darfst du nicht gewinnen, das Spiel. So im Griff alles. So, komm. Jetzt versenk mir da nicht einen Freistoß. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Rafa Silva, kennt er selber von mir. Und geblockt. 88. Minute. Capitano Rafa Silva. So, willst du auf den kurzen Pfosten gehen? Ist nicht. Lange Flanke. Weit weg vom Tor. Macht die... Schaltet mein Innenverteidiger bei dem komischen Abstoß zum Glück am schnellsten. Ja, will das Ding tief bringen. Und wieder Grätsche, diesmal sauber gegen Memphis. Flanke kommt gut auf den 5 Meter, an den 11 Meter Punkt. Nachschuss! Da kann alles passieren, von Ping-Pong-Flipper bis hin zu Ausgleich. Oder eben schön vorbei. So muss es sein. 90. Minute. Es gibt 2 obendrauf. Ja, bronzener Ball. Bronzener Ball. So, Chiellini. Chiellini. Läuft die Zeit runter. Chiellini. Das soll es doch gewesen sein. Jawohl. Johann Cruyff. Erstes Spiel. Erstes Tor. Erstes Game-Winning-Goal. Erster Sieg. König Johann. Danke. Für alles. Johann Cruyff ist Linksfuß. Na, endlich schreibt es mal jemand. Merken wir uns für die nächsten Spiele. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass der schwache Fußwerte das Höchste hat, was man sich vorstellen kann. Johann Cruyff war jetzt ein bisschen vor meiner Zeit, aber... Ach, guck mal, Freunde! Live und in Farbe beim Let's Playmaker auf Twitch. Wir knacken wieder die 900. Wie geil ist das denn? 5 Siege in Folge, habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Wie geil. Wunderschön. Was ist das für ein geiler Stream? Wir ziehen Johann Cruyff. Wir gewinnen zum 5. Mal in Folge. Oh, Chiellini müssen wir jetzt mit einem Ticket verlängern, weil schwarzer Ball. Aber den nehmen wir einfach mal mit. So, wo sind wir? Kontrakt-Ticket. So, Chiellini. So, was ihr im Stream jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn man immer so Messages bekommt, oben links, kriegt man ja so eine Notification. Die ist, glaube ich, bei euch im Stream ist die so ausgepixelt. Kann das sein? Also ich kriege jetzt hier gerade von dem Typen, den ich gerade besiegt habe, andauernd, you have a new follower. Und das kriege ich jetzt im Dauerfeuer. Ich weiß ja nicht, ob der mich jetzt zu spammt mit
On-off, on-off oder ob der mir gerade irgendwie ein Virus schickt. Keine. Oh, jetzt ist es vorbei. Okay. Nur falls ihr euch gewundert habt, was wird da oben links bei mir gerade so verpixelt die ganze Zeit eingeblendet? Der Typ ist traurig, dass er kein PES spielen kann. Das ist die einzige Begründung. So, wir können einen neuen Innenverteidiger hier hinstellen, weil die rote Karte und so. So, wo sind wir? Ab hier. Ab hier, guck mal. Können wir einen der alten. Oh, nochmal einen neuen Follower. Blackjack 7. Okay. Ist das einer von euch oder ist das ein zweiter Account von ihm, mit dem er mich jetzt ärgern möchte? So, dann nehmen wir hier den Yahir Gomez, den wir vor vielen, vielen Monaten als Stamm-Silber-Innenverteidiger hatten. Seht ihr auch, der ist mittlerweile Level 38, also oft genutzt. Der kehrt jetzt mal zurück. Da werden wir noch einen Ticken besser durch. Aber ansonsten schauen wir uns einmal kurz an. König Johann ist ein Rechtsfuß. Danke für die falsche Info. König Johann ist Rechtsfuß, zumindest in PES. Kann natürlich auch falsch sein, nicht gut recherchiert. Und dann, hier, wo ist es? Ah, guck mal hier. Weak Foot Accuracy, also mit dem schwachen linken, kann er auch, ich glaube, 5 ist da das höchste als Wert. Kann er auch sehr gut umgehen. Also von daher, König Johann ziemlich geil dabei. So lässt sich's doch leben. Jetzt habe ich beim hektischen Klicken gar nicht geguckt, welchen Scout ich bekommen habe, weil ich ja immer noch auf der Suche auch bin nach diversen Scouts für freie Kombos etc. Ja, Just Mad, kein Thema. Ist ja schön, dass sich überhaupt jemand meldet oder helfen möchte. Von daher alles cool. Johann Cruyff, Rechtsfuß, der aber nahezu genauso gut mit links arbeiten kann. Ist gut für mich zu wissen, da muss ich mich da nämlich, muss ich da im Endeffekt ja gar nichts beachten. Einfach nur abziehen und gut ist. So, boah, das ist ein sehr langer Stream für den Moment. Also für meinen Standard so. Es ist ein sehr aufreibender von Legenden ziehen und tatsächlich Legenden ziehen wollen und tatsächlich eine der besten überhaupt mit Johann Cruyff ziehen. Und dann auch noch die 900 Rating-Punkte knacken. Also da war ja oder ist ja noch alles drin. Ach so, Sonic, genau. Steven Gerrard als Trainer. Ja, als Trainer hilft er mir ehrlicherweise nichts. Ich kenne sein System ehrlicherweise auch nicht, aber Stevie G muss bei mir auf der 8 rumdominieren und nicht als Trainer, der wahrscheinlich ein System spielt, was ich nicht mehr spielen möchte. Also ich habe ja lange, lange behauptet oder für mich zumindest gesagt, nochmal alle Spieler auf 99 hochziehen, wie jetzt bei Simplici geschehen über die letzten Monate. Das tust du dir nicht mehr an. Aber irgendwie dieses Video vom Indominator war so spannend und so dieses Wackelige der letzten Wochen hat mich so genervt, dass ich mir gedacht habe, komm, versuch's es nochmal. Und ich finde, Martinez macht Spaß. Also es fühlt sich nicht schlechter an, was die Defensive angeht im Vergleich zu Simplici. Aber es fühlt sich vorne logischerweise irgendwie flexibler an, irgendwie offensiver an, weil halt drei Stürmer und dann noch die Dreierkette dahinter, also eigentlich Dreierkette dahinter mit linkes Mittelfeld, zentrale Mittelfeld und rechte Mittelfeld, dass du mehr Offensivwucht aufs Spiel bekommst. Also irgendwie fühlt es sich besser an, sonst, logisch, sonst würde ich so nicht weitermachen, aber das hat sich jetzt in so kurzer Zeit schon ja, gelohnt. So, jetzt haben wir mit Mitchell Weiser hier einen Pfeil nach unten. Das ist ganz, ganz schlecht. Da müssen wir jetzt hart improvisieren. Kann der Pavon da spielen? Mit Abstrichen. Kann den Pavon jemand ersetzen? Mit Abstrichen. Ja, da müssen wir halt hier schon Kompromisse eingehen. Kennedy spielt wahrscheinlich auch nur die ersten 60 Minuten. Dann kommt, na komm, kommt der Amrabat direkt von vorne rein. 81 Teamchemie. Gonalons für Strootmann. Wegen der Pfeile. Nee, komm, das lassen wir erstmal. Das bleibt. Ja, das bleibt natürlich. So, dann machen wir das hier noch. Kapitän Cruyff. Die langen Dinger bleiben. Die kurzen Dinger bleiben. Nee, da hat sich schon verschoben. Eckend Cruyff. Penalties Cruyff und mit nach vorne Chiellini. Okay, das bleibt. So, der Typ hatte auch nicht wenig Ratingpunkte. Also, es wird ein harter Brocken auf Augenhöhe. Im zweiten von drei Live-Spielen. Schön, dass ihr da seid. Was ich heute ja noch gar nicht in meiner kompletten Begeisterung für den Legenden-Push und so weiter und so fort aufgesagt habe. Wem das hier Spaß macht, natürlich Abo dalassen, sei es live auf Twitch jetzt in diesem Moment oder wer es später sieht auf YouTube oder da auch noch nicht war. Da gibt es eine Playlist mit meinen ganzen PES 2019 Videos, Let's Playmaker on Demand. Auch da gerne Abos dalassen. Freut mich immer wieder, wenn da was aufblinkt. Hey, super PES 2019 XYZ has give you an Abo. Also von daher an der Stelle auch nochmal der Aufruf.
wem das Spaß bereitet und mir Spaß bereiten möchte, der lässt Abos da. So, Erhan 17-7. Ich glaube, den hatte ich noch nicht als Gegner, so vom Nickname nicht zwingend jetzt im Gedächtnis geblieben. Oh, wichtiger Ball direkt. Jawohl, den holen wir. So, Amrabat, erste Szene. Amrabat paced sich da an Fosu-Mensah nicht vorbei. Einer der schnellsten silbernen Innenverteidiger. Ja, ist umsichtig. Jawohl, da pressen wir auch nicht stumpf. Spiel ruhig hinten rum. Butland, auch schon häufiger gesehen. Beim Gegner mal im Tor. Vielleicht ja auch ein silberner Torwart, den ich kennen sollte. Oh, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Cavani. Aber der Winkel zu spitz für einen linken Abschluss. Erste gute Szene von Barcelona. Oh, da wird gut gepresst. Offensiv verteidigt. Gedoppelt. Dann der Pass auf Chiellini zu ungenau. Auf Cavani zu ungenau. Chiellini ist dann zur Stelle. Nee, das sollte sogar tiefer auf Cruyff gehen. Aber auch Barca tut sich noch schwer, seine Stürmer richtig in Szene zu setzen. Platz auf links, Amrabat, oh ja, schön. Santimina, Cruyff, guter Ball. Gibt es den ersten Abschluss? Nein. Das war eng. Fuß dazwischen. Jawohl, es droht. Man passt auf. Ki Sang-yeong. Ja, da müssen wir durch die Linien kommen. Da ist mal ein bisschen Platz für Pavon. Eigentlich ja eh rechts außen. Flanke kommt. Cruyff auf den ersten Pfosten. Ja, der hat eine richtig fette Truppe auf dem Platz. Habe ich wieder nicht drauf geachtet. Kann das sein, dass der ein Whiteballer ist? Ein Whitebencher ist? Cavani, Mané. Mbappé auch noch, der feine Herr. Ja, guck mal. Aber wisst ihr, das interessiert mich jetzt. Schauen wir mal rein. Ist das so ein... Oh, was ist das denn? Ja, Cavani Level 3. Der ist dann noch nicht so teuer, klar. Rafa Silva. Das ist schon eine perverse Truppe, die der da als 3 Sterne zusammengekratzt hat. Also, neuer Respekt. Also, manchmal frage ich mich eh, ob das System, was Konami dahinter legt, mit den Leveln und dann der Gesamtstärke und so, ob das so sinnvoll ist. Also, irgendwie... Ja, komisch. Egal. Immer noch 0-0. Gefährliches Ding, David Luiz. Kommt zum Glück nicht an den Ball. Cruyff, auch kein Wegläufer eigentlich. Lässt Arke da aber stehen. Cruyff hat einen rechten Fuß, wie wir wissen. Johann Cruyff. Auf und davon, der König. Boah, was ein Lauf vom Niederländer. 1-1 nach gefährlichen Abschlüssen im und um den 16er rum. Rabiot, ich glaube, den habe ich auch als Spieler. Mané, den habe ich definitiv nicht. Sadio Mané, oh, nicht verzocken. Uiuiui. Da zuckelt kurz die Verbindung. Ja, mach du ruhig dein Spiel. Stumpfes Pressing gibt es hier nicht. Oh, Mané läuft ein bisschen im Kreis. Ja, gut, Anti. Noch komm, Fuß raus, Mann, Mina, ey. Das wäre schön unangenehm geworden. Ja, aber so wie er aufbaut und dann am Ende mit so einem halbgaren Lupfpass versucht da hinter die Kette zu kommen, hinter eine, sah das schon nicht schlecht aus. Gute Bewegung. Santi, Mina, jetzt versuchen wir Cruyff noch irgendwie in Szene zu setzen. Warum ruckelt's denn jetzt? Warum ruckelt jetzt die Verbindung? Generell, nicht nur in meiner Szene jetzt. Nervig. Aber Barca zeigt sich zunehmend. Ah, das war dumm. Da war das durch die Beine lassen Unsinn. Jetzt vielleicht mal Cruyff. Simeone. Erster Abschluss als Let's Playmaker. Nein. Kommt da nicht durch. Schlechte Eröffnung. Strootman ist da dazwischen. Das war dann meinerseits ein schlechter Pass. Da müssen wir jetzt mal reintreten. Oh, wieder nix. Ja, hier Gomez ist aber da. Ja, Mbappé sucht Cavani. Ja, ist natürlich super.
Also Verbindung gerade ganz wackelig. Oh, wichtiger Ball von Simeone, gut zurückgearbeitet. Jetzt seht ihr oben auch das Verbindungszeichen zum ersten Mal. Ja, jetzt geht es Richtung unspielbar. Schöner Ball aber von Santimina mit Amrabat. Nein, den kriegt er abgeköpft. Butland ist da. Ja, guter Ball. Cavani lässt prallen für Philippe Anderson. Na, zögert die Flanke. Und es gibt Foul oben. Ja, ich wollte schon sagen. Gefährliches Spiel da mit dem Acrobatic Finish am eigenen Elfmeterpunkt. Das pfeift PES so gut wie nie. Also kann es nur die Grätsche oben gewesen sein. Freistoß aus sehr guter Position. David Luiz, klar, wer soll die Freistöße sonst schießen? Ne, jetzt Cavani, auch eine komische Wahl. Keiner geht hin. Und Großchance für die 14. Wer auch immer das da ist. Oh, okay, also irgendwie scheine ich da Aktien drin gehabt zu haben. Gute Flanke, Ricky Ray ist da. Faustet das Ding erstmal aus dem 16er. Izquierdo, da darfst du bitte keine Flanke zulassen. Lässt er trotzdem. Hallo, hallo, hallo. Ja, ist jetzt mit der Verbindung ist schlecht. Also automatische Spieleranwahl muss jetzt sitzen. Wieder Ball, Ricky Ray ist da. Komm, vielleicht kriegen wir nochmal einen Angriff hin. Schöner Ball, aber Cruyff geht nicht entgegen. Das dürfte es gewesen sein. 45 Minuten rum. Das wird noch ein krampfiges Stück Arbeit hier bei legender, hakeliger Verbindung. Ja, Außenbahnen sind soweit noch fit. Da können wir tendenziell was später wechseln. Kann der King Johan denn hier auch gut spielen? Ja. Theoretisch wäre das auch eine Variante. Weil dann könnten wir den Abraham vorne reinziehen und den Johann hier für Santimina. Das wäre auch eine Idee. Aber okay, für den Moment spielen wir mal so weiter. Bei der Verbindungsqualität eh egal. So, der Kollege macht gar nichts, der lässt einfach nur unsere gemeinsame Zeit langweiliger verstreichen. Kleine Frage mal in die Runde, wo ich hier aus meinem Fenster gucke und alles ist weiß. Habt ihr auch einen Schneeeinbruch gehabt, wo immer ihr sitzen mögt? Ich nehme einfach mal an, Deutschland sollte es sein, aber ansonsten, wo auch immer, wie war euer Wetter heute? Bei mir weiß. So, jetzt fühlt es sich gerade gut an für den Moment. Hakeln erstmal weg. So, sauber, gut nach hinten gearbeitet. Ja, hier Gomez nimmt Ricky Ray mit. Verschieben das Ganze auf den Flügel, auf den linken. So, ja, kein Grund zu hetzen. Ja, aber dann einschlafen sollten wir auch nicht. Okay, ein bisschen hektisch. Ja. Nächster Versuch des Aufbaus, wieder Ricky Ray. Ah, das ist genau, ist auch noch etwas, das mir aufgefallen ist, wenn man nicht schnell umzuschalten schafft und auf ein Bollwerk draufläuft, dann sind die Abstände zwischen Sturm und Abwehr und Mittelfeld ein bisschen groß. Also da tue ich mich dann immer ein bisschen schwer, auf den 16er zu kommen, da Druck zu entwickeln. Jetzt alles hochgeschoben. Bei der Freistoßgeschichte, das klappt. Jetzt haben wir hier mal Amrabat. Haben wir hier mal Amrabat. Na, falsche Entscheidung. Ist der Ball schon wieder weg. Rückwärtsgang ist angesagt. Ja, Fuß dazwischen. Ja, was ist da los? Ja, Cavani eine andere Idee gehabt. Den fängt er ab. Jawohl. Santimina hat keine Lust auf Zweikampf. Aber, ja, jetzt langweilen wir uns beide so ein bisschen. Kriegen keinen Angriffsdruck entwickelt. Jetzt vielleicht mal Santimina. Schnelle Doppelpässe mit König Johann. Der wird da abgekocht. Der war auch zu durchsichtig. Boah, was ist denn hier los, ey? Überhaupt keine Angriffsentwicklung mehr. Pavon. Nee, das ist gar nicht Pavon. Das ist,
Simeone gewesen. Nein, das ist billig. Das ist so billig. Blöder Abpraller auf den falschen Fuß. Cavani, natürlich abschlussstark. Ja, 0-1. Da kommst du dann nicht mehr in den Zweikampf. Und dann steht's aus dem Nichts 1-0. Oh, was ist das denn? Ja, okay, jetzt kommt vielleicht auch... Das sind dann die Momente, wo ich mir denke, okay, Teamchemie 78 oder 82, keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Das merkst du dann bei so Dingern, wo Spieler irgendwie komische Laufwege haben. Ah, okay, bist so einer, so ein Fairplay-Typ. Ah, gut. Oh, ja klar, schießt mir in die Hacken und kriegt den Ball trotzdem noch vor die Füße getitscht. Oh, müssen wir uns da wieder einen Namen merken? Ja, ich glaube schon. Da haben wir wieder einen auf die Blocklist. Was ein feiner Kerl. Ja, merkt euch den Namen, Freunde, ne? Erhan 17-7. Ah, oh, nee, das war dumm hier unten mit Cavani. Das war dumm mit Cavani. Ja, schauen wir mal. Kriegen wir das noch bestraft? Kriegen wir das noch bestraft? Oh, der war wichtig, dass er den noch so durchgewurstet bekommt. Ja, gib mir doch den Spieler hier unten, Mann! Ja, aber bei sowas brauche ich auch nicht mehr auswechseln, da kann ich mir die Verträge sparen. Ja, also, ihr habt auch viel Schnee. Also so ein bisschen, also ich will es nicht Zeitspiel nennen, ne? Aber weniger Risiko gehen, klar. Das ist legitim, keine Frage. Oh, bitte! Oh ja. Das wäre so schön. Das wäre so schön. Das wäre so schön, wenn man so einen netten Typen bestrafen könnte. Aber leider kriegt er dann noch die Notbremse gezogen. War es rot wenigstens? Na, war es rot oder nicht? Ach, nur gelb. Hat er alles richtig gemacht, der Fairplay-Typ. Da gucken wir mal, ob hier was geht. Langer Ball. Kriegen wir den abgelegt? Kriegen wir abgelegt! Du Stück Scheiße. Jawohl, Ausgleich. Da ist der Fußballgott auf der richtigen Seite. Nicht aufregen, das sind so Leute nicht wert. Ja, bitte, Kontakt, jawohl. 90. Und es leckt wieder, das ist schön, so passend zu meinem letzten Angriff. Ich behaupte jetzt mal nicht, dass er da auf den Knopf drückt und das steuert, aber... Finde ich ein charmantes Timing, Pass. Finde ich ein sehr charmantes Timing. Plus 1, also das dürfte der letzte Angriff sein. Ja. Ja, das war natürlich ein völlig blöder Ball und das war's. 1-1, wenigstens nicht mit so einer Dreckstaktik den Sieg geholt, aber Blocklist ist dir sicher, du Stück. Auf so Leute habe ich ja Bock. Ja, war jetzt natürlich ein kleiner Stimmungskiller. So ein
komisches Spiel gegen so einen Unsympathen. Ja, genau. Und Chisken. Letztes Spiel gegen Erhan 17-7. Könnt ihr euch gerne merken. Wer ihn kennt, darf auch gerne kommentieren, ob der so eine Scheiße immer abzieht. Und dann suchen wir einen ehrenhaften Spieler, einen ehrenhaften Gegner fürs letzte Spiel des Streams. Direkt weiter, nicht lange zögern. Danke, Sonic, dass du da warst. Glückwunsch zu deinen gezogenen Spielern, auch wenn ich das richtig gesehen habe, keine Legende dabei war, oder? Hast ja auch einiges gezogen. Ach, da waren die ganzen deutschen Spieler, ne? Ach, genau, hier Kroos und Reus, genau. Genug schwarze Bälle für dich. Ja, dann. Guter Abend für uns beide. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Derweil führt Union Berlin gegen Köln. Haben wir auch ein Topspiel laufen gerade. Und das wäre wichtig für die Berliner, um an Köln ranzurücken. Uiuiui. Was ist da los? Was ist da los? So, idealerweise finden wir jetzt schnell einen neuen Gegner. Machen dieses krampfige letzte Spiel. Vergessen. Das Schöne ist, durch die 5-Siegesserie mit dem abgeschlossen mit dem Sieg im ersten Spiel ja weit in den, also weit, aber schon ein bisschen mehr in die 900 reingesprungen, dass so minus 2, minus 3 auch mal verkraftbar sind. So, Gegner gefunden. Ich habe zu spät hochgeguckt, aber ich sehe, der hat diese Monsterplakette und hat die letzten 5 Spiele immerhin nicht verloren. Also gehe ich einfach mal stark davon aus. Auch ein super Typ. So, was hat der für eine Truppe? Gomez, Bakambu, Ronny Lopez, Lemar, Awa. Haben wir letztens schon mal drüber geredet, dass der ein sehr cooler, quirliger Achter ist. Also der hat sich da auch eine Mannschaft zusammengestellt, die gut ist. So, und ich habe Glück, ein bisschen, zumindest mit den Pfeilen. Weiser Pfeil nach unten ist nicht so geil. Jetzt schon den Bronzeball bringen? Naja, ich weiß es nicht. Hier, da können wir was machen. Spielen wir mal mit dem Quelia. Ich glaube, wenn wir die tauschen, ist das sogar besser, oder? Dann werden beide schlechter. Genau, dann spielt der Strootmann offensiver jetzt. Das tut sich ja nicht so viel. K-100 United. Na, schauen wir mal. Also wenn der so eine Monsterplakette hatte, so eine schwarze, legendäre Plakette, dürfte der ja auch irgendwie Division 1 sein und 1000 Ratingpunkte oder sowas. Also nicht zu unterschätzen. So. So, also, es gibt nochmal ein Heimspiel, es gibt nochmal einen hochkarätigen Gegner, den es zu bezwingen gibt. Also den Stream nochmal abrunden. Izquierdos steckt direkt durch auf Santi Mina. Kennedy läuft gut um. Erste Flanke. Pavon! Als Außenstürmer selbst vor Freilich. Kein ausgemachter Kopfballspezialist. Läuft das Ding gut ein. Gute erste Szene, da bleiben wir dann hängen. Wurde zu eng. Gegenangriff läuft. Bakambu. Gomez, kenne ich nicht. Weiß nicht, ob der
schnell, kopfballstark, sonst was ist. Nicht so geil, wenn man den Gegenspieler nicht kennt. Lemar, da wissen wir es. Schneller, quirliger Außenspieler. Fuß dazwischen. Jawohl, gut gelöst. Cruyff kommt bei den Konter. Mitchell Weiser. Mit Pfeil ein bisschen nach unten, wissen wir. Der wird das Spiel nicht zu Ende bringen. Oh. Oh, Cuellar. Geile Player Skills. Erinnere ich mich zumindest dunkel dran, dass ich eben sehr überrascht war, als ich den angeguckt habe. Also der regelt heute das defensive Mittelfeld ab. Matuidi. Hackentrick auf Ronny Lopez. Aber Cruyff vorne am Lauern. Für solche Dinger. Unten ist Platz. Ja, gerade so noch den Fuß reingekriegt. Ja, Pavon, Pavon, Pavon. Bleibt hängen. Oh, den Doppelpass kriegt er. Ja, okay, bricht ab. Fuß dazwischen mal jemand. Jetzt aber, jawohl. Mitchell Weiser, pfeift er? Nee, lässt er laufen. Oh, die Konter geht Pavon dann nicht richtig mit. Die Grätsche für mein Dafürhalten sauber. Gegen den Zehner. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch noch die Gelbe obendrauf. Nee, da hat er wohl... Ne, Pavon kein Geld bekommen, sehe ich da. Also von der Seite zumindest nicht doppelt bitter, dass das gepfiffen wurde. Ja. Baut sich da jetzt schön was auf. Ja, weite Umwege genommen. Keiner geht hin. Ah doch, jetzt. Und jetzt Platz auf links. Santi Mina kann abgehen. Einfach mal sprinten, Kollege. Einfach mal sprinten. Santi Mina. Guter Ball auf Cruyff. Nein! Bleibt hängen. Johan Cruyff bleibt hängen. Konter läuft in die andere Richtung. Schön Lemar mitgenommen. Der wird gedoppelt. Kriegt sich befreit. Guter Steilpass. 1-0. Ja, war dann irgendwie zu einfach, da so einfach zum Abschluss zu kommen. 0-1. Kein Zugriff oder vielleicht zu aufgemacht, zu gierig gepresst. Ohne Erfolg. Aua geht dazwischen, zu billig. Wie das Pressing erfolglos. Laufen wir dann in den nächsten Konter. Ja, so sieht's aus. Chiellini kommt nicht hinterher. Außenpfosten. Oh. Ja, hätte es fast gedoppelpackt. Nicht so angenehm. Ja, wo haben wir eine freie Anspielstation? Da unten haben wir Gomez. Nein, mit Ansage. So einen Ball zu spielen, ganz schlecht. Ja, Matuidi. Da ist zu voll in der Zentrale. Den Konter werden wir verzocken. Grätsche verhindert zumindest den sauberen Konter für Kopenhagen. Aber das sieht nicht so geil aus. Einfacher Doppelpass, 2-0. Ja, ganz unscheinbare Angriffe, aber kein Zugriff. Und dann nimmt das Spiel schon eine ganz eindeutige Richtung. Ein bitteres Startelfdebüt für Cuellar. Und jetzt vielleicht mal, jetzt laufen wir ineinander. Kriegen wir das noch spielerisch gelöst? Nee, kriegen wir nicht. Konter unterbunden. Oh, wieder ist ein Fuß dazwischen. Grätsche kommt zu spät. Haben wir Glück, dass der Schiri Vorteil gibt. Und dann ist es ein klarer, freier Pass. Danach ist es doch kein Vorteil mehr. Meine Fresse. Na, kommt noch was oder ist es vorbei? Langer Ball. Mitchell Weiser. Jawohl. Lässt sich da nicht umbelaufen. Cruyff gewinnt das Kopfballduell nicht. Pavon verarbeitet den Ball wie ein Metzger. Wie ein Versicherungsfachangestellter, aber nicht wie ein Berufsfußballer. Oh, kriegen keinen Zugriff. Nächster sauberer Abschluss vom Capitano.
Ja, Ricky Ray spielt mit. Hallo, gib mir den Spieler, Pavon. Oh. Ganz amateurhaft verteidigt. Nächster Abschluss, der ist weg. Aber das sieht alles nicht so gut aus. Kopenhagen hat da keine Sorgen. Cruyff natürlich kein Zielspieler. Das sieht man immer wieder an solchen Duellen. Also wenn wir da keinen spielerischen Aufbau hinbekommen, dann wird es schwierig, sich da vorne festzusetzen. Souveräne, verdiente Führung für die K100. K100, kein Schuss aufs Tor für die Gastgeber. Klare Sprache spricht das hier. So, das ist die Frage. Kriegen wir hier nochmal irgendwas hin? Oh, Gomez. Boah, stellt die Räume gut zu, ist dann sehr griffig. Weiser, aber er antizipiert halt sehr viel. Das muss man doch mal nutzen können. Jetzt mal ganz viel Platz für Kennedy. Oh, Santimina wird geblockt. Wer kommt aus dem Rückraum? Strootmann kommt nicht. Oh, so ein halbgarer Ball. Trotzdem kommt er an. Konter läuft. Nein, Weiser nicht schnell genug. Weiser nicht schnell genug. Und dann auch nicht geistig schnell genug, um den Ball aufzunehmen. Jetzt verliert er den Zweikampf. Also Weiser sieht nicht gut aus da auf dem Flügel. Aber so gut aufgestellt ist die Mannschaft ja ehrlicherweise nicht. 3-0 geblockt. Gerade so. Also Kopenhagen dem 3-0 näher als die Let's Playmakers dem Anschlusstreffer. 54 Minuten rum. Flanke kommt an den Fünfer. Pavon. Ja, war das Absicht? Wenn ja, genial. Gomez gegen Gomez. Gomez kriegt den Pass gespielt. Und Ricky Ray kriegt den Ball nicht klar aufgenommen und geklärt. Ganz großes Kino. Wieder gut. Wieder Kopfballsieger. Der Stürmer. Auf die Latte und weg. So, diesmal kriegen wir das Ding aber vernünftig verspielt, oder? Jawohl. Müssen aber dann schon wieder Risikopass spielen, weil gut gepresst wird. Oh, kriegen es wieder nicht gelöst. Vor allen Dingen nicht spielerisch. Ja, okay, das haben wir antizipiert. Ricky Ray spielt mit, jawohl. Ja, wenn man einmal begriffen hat, dass er halt irgendwie hart antizipiert, dann weiß man auch, dass man eigentlich gar nicht so hektisch Pass spielen muss. Aber gut, dann steht schon 2-0 und das ist ja auch nicht alles, was er kann. Konter läuft, Lemar. Oh, ich wollte schon sagen, wie billig ist das denn? So, glauben wir noch dran oder sparen wir uns die Verträge? Ich glaube, beides nicht. Kennedy ist so gut wie weg, Amrabat raus, dann kommt der Kools nochmal rein, 84 Teamchemie, okay, das ist halt ein bisschen behindert. So, Cruyff bleibt, das ist alles hier nicht so wichtig, da sind die Ausdauer hier, den müssen wir noch ersetzen. Santimina kann da. Na, versuchen wir das mal. Dann spielt der Johan hier auf hängende Spitze und der Abraham kriegt noch seinen Einsatz. 81 Teamchemie, egal. Hauptsache ein bisschen was versuchen. Mr. Bruhehu, schönen guten Abend. Hast den ganzen Spaß verpasst. Letztes Spiel des Streams. Legenden sind gejagt. Johan Cruyff gezogen. Nächstes Mal bitte pünktlich. So, also 66. Minute. Ja, da hat er wieder antizipiert. Abraham, kriegt er vielleicht den ersten Angriff hin? Pavon wird da von hinten gehalten. Kann sich nicht wirklich reinquirlen in den Gegenspieler. So, gut gemacht.
Echt? Nein, wieder der erste Pass schon unsauber. Szene dadurch vorbei. So, oben schöner Laufweg von Pavon. Wird da abgekocht im Zweikampf, als wäre es nichts. Überhaupt keine Gefahr der Rechtsaußen heute. Oh. Oh, Chiellini, den bitte jetzt nicht verzocken. Nee, hat er im Griff. Turm in der Schlacht. Cruyff. Amrabat. Ja, dann läuft er auch schon wieder zu den Weg. Hallo, ich krieg den Spieler nicht. Amrabat muss da nur einen Schritt aus seinem Trott raus. So, Cruyff, jawohl, gute Bewegung. Gomez läuft ins Leere. Cruyff, gibt es da mal eine freie Flanke? Es gibt das Foul, nein. Es gibt einen verletzten Superstar. Na, nicht ganz so schlimm. Kriegt die Ecke, die er selber treten wird. Vielleicht passiert noch was. Achim berichtet vom 2-0 für Union. Oh, schön. Also, ich bin kein ausgewiesener Köln-Hasser, aber beim Blick auf die Tabelle ist das doch schon mal ein bisschen spannender für die zweite Liga. Ah, ne, jetzt habe ich es wieder abgeschaltet. So, wieder hin und zack, Flanke kommt. Jetzt ein Anschluss und wir könnten noch mal wieder hoffen. Abraham steht zumindest gefährlich da. So, da ist doch mal... Nein, da läuft der hier. Chiellini ist doch mit nach vorne geeilt. Und dann ist das natürlich ein halsbrecherischer Pass. Geht da auf den Alles-oder-nichts-Konter? Nee, geht da nicht. Das war dumm. Durch den Gegenspieler durch. Und es gibt... Ich glaube, da habe ich gelb aufblitzen sehen. Und ja, Santi Mina. Seines Zeichens jetzt gerade Spielmacher. Kriegt da gelb. So, versucht er jetzt auch auf Zeit zu spielen, der Kollege. Ja. Hat da auch keine Aktien mehr. Abseits. Jawohl. Ja, irgendwie, wir haben es im Spiel davor gesehen, da war es ja richtig dreckig, aber irgendwie so vom Trend her, dieses auf Zeit spielen, ich führe, hat sich so ein bisschen, weiß ich nicht, verschlimmert oder ist tritt mehr zu Trage. Ich meine, ist ja nur logisch, wenn das jemand gegen dich macht, denkst du dir, ach okay, bei PES ist es schwierig, Full Court Press zu spielen. Oder das bringt zumindest sehr viel Zeit. Dann machen das dann immer mehr Leute. Und dann ist so ein Spiel unnötig und blind. Ja, da, gar kein Zugriff gerade. Also offensivspieltechnisch geht da sehr wenig bei mir. Also, Cruyff kommt nicht in den Zweikampf. Wird aber auch ganz schwach angespielt. Ja, den haben wir am Rabatt. Geht vielleicht mal die Post nochmal ab. 89. Das Spiel gewinnen wir nicht mehr. Oh, nein. Ach Gott. Ich schiebe es einfach mal auf die Teamchemie, Freunde. Wir haben zusammen die 900 geknackt. Vielleicht verlassen wir den Wert auch jetzt schon wieder. Mit dieser Niederlage. Aber sei es drum. Sehr geiler Stream. Cruyff gezogen. 900 Ratingpunkte durch den 5. Sieg in Folge geschafft. Dann ein dreckiges 1:1 gegen einen Zeitspieler und jetzt hier eine verdiente Niederlage gegen einen, glaube ich, mit vielen Ratingpunkten. Hatte zumindest diese schwarze Legendenplakette. Habe ich nicht drauf geachtet. Gucken wir jetzt zum Abschluss. Schön, dass ihr dabei wart. War ein, glaube ich, sehr langer Stream für meine Verhältnisse. Der administrative Teil zum Beginn hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber ich glaube, mit König Johann hat es sich gelohnt. Guck mal hier, fast 1000 Ratingpunkte, ich wieder unter die 900 gerutscht. Heißt fürs nächste Mal wieder das gleiche Ziel wie vorher. Also, danke für den Moment, bis zum nächsten Mal und Abo dalassen, ne? Wenn noch nicht geschehen, ihr kennt die Chose. Bis zum nächsten Mal, Dankeschön, tschüss, ciao.